Meine Suche beginnt in Kambodscha, 1000 Kilometer südlich von Japan, in der großen Tempelanlage von Angkor Wat. Ich bin mit der Fotografin Santa Faia unterwegs, um ein astronomisches Ereignis festzuhalten, das nur zweimal im Jahr auftritt. Am 21. März und 21. September, der Tages- und Nachtgleiche, erstrahlt Angkor wie in einem Märchen. In der Morgendämmerung werden wir Zeuge eines fantastischen Schauspiels, entworfen von Meisterarchitekten und Astronomen, die vor über 1000 Jahren plötzlich in Kambodscha auftauchten. Diese geheimnisumwobene südostasiatische Zivilisation weist verblüffende Ähnlichkeiten mit der Kultur des alten Ägyptens und Mexikos auf. Ich bin hierher gekommen, um auf eine Reihe von Fragen eine Antwort zu finden, die sich im Laufe meiner Forschungen ergeben hatten. Zum Beispiel bauten alle drei angeblich nicht in Verbindung stehenden Kulturen ihre Sakralbauten in Form von Pyramiden. Alle drei verehrten Könige wie Götter. Alle drei Religionen kreisten um die Frage nach der Unsterblichkeit der Seele. Ihre Priester waren hochgebildete Astronomen mit einem weit entwickelten Wissen über die Bewegungen von Sternen. Ist es Zufall, dass giftige Schlangen hier ebenso verehrt wurden wie im alten Ägypten oder in Mexiko? Und ist es ein Zufall, dass in allen drei Religionen die Menschen an ein verborgenes Abbild des Himmels glaubten? Seit 10 Jahren versuche ich, aus allen Teilen der antiken Welt die Stücke eines Puzzles zusammenzutragen. Meine Neugierde wurde geweckt, als ich bemerkte, wie viele Gemeinsamkeiten diese alten Kulturen hatten, obwohl sie in unterschiedlichen Jahrhunderten blühten und Ozeane dazwischen lagen. Alle griffen nach dem Himmel. Alle richteten ihre Monumente nach den Sternen und der Sonne aus. Heute hilft uns moderne Technik, ihre Motive zu ergründen. Es wird deutlich, dass sie Himmelskonstellationen auf der Erde nachbildeten. Lange bevor die geheimnisumwitterten Bauherren in Kambodscha auftauchten, richteten die Ägypter ihre Tempel nach dem Stand der Sonne an bestimmten Tagen aus. Wir sind im Tempel von Karnak in Oberägypten. Wie der Gewehrlauf eines Schützen zielt seine lange, schmale Achse genau auf die aufgehende Sonne der Wintersonnenwende, dem 21. Dezember, dem kürzesten Tag des Jahres. Wir sind gerade Zeuge eines Schauspieles von kosmischer Magie geworden. Einer Zauberformel, ausgesprochen vor rund 4000 Jahren von den Meisterastronomen und Architekten des alten Ägyptens. Es wundert mich, dass die Wissenschaftler die alten Ägypter derart unterschätzen und diesen fantastischen Effekt nur als Zufall, eine Art Nebenerscheinung bewerten. Das war kein Zufall. Indem sie die Achse von Karnak so exakt auf die aufgehende Sonne zur Wintersonnenwende ausrichteten, versuchten sie, die Erde mit dem Himmel zu verknüpfen. Die Absicht ist, den ganzen Tempel in ein Tor zum Himmel zu transformieren. Und genauso wird es auch in ihren religiösen Texten beschrieben. Um die ägyptische Besessenheit vom Himmel zu verstehen, fahren wir 100 Meilen Richtung Norden, nach Dendera, das vor 2000 Jahren entstand. Dendera ist ein astronomischer Tempel. Er steht auf den Grundmauern mehrerer wesentlich älterer Tempel. Werden bestehende Bauanlagen immer wieder neu gestaltet, kommen alte Ideen und Vorbilder in neuen Formen zum Ausdruck.
Diese Ideen führten die Ägypter selbst auf das in grauer Vorzeit liegende goldene Zeitalter zurück, die sogenannte Erste Zeit, und auf einen einzigen Tempel, von dem man glaubte, die Götter hätten ihn erbaut. Die ganze Tempelanlage ist entsprechend einer bestimmten Himmelsregion geformt, Duat genannt. Der Duat war in der altägyptischen Religion von besonderer Bedeutung. Es war der Ort, durch den die Seelen nach dem Tode reisten. Dort herrschte der Gott Osiris und man identifizierte mit ihm eine bestimmte Sternenkonstellation. Die alten Ägypter suchten mit Hilfe des Studiums der Astronomie nach heiligem Wissen über den Ort. Jeden kleinsten Fleck dieses Gewölbes bedecken Bilder der 12 Konstellationen des Tierkreises. Aus der Astrologie kennen wir die 12 Sternzeichen, auch Zodiac genannt. Den Zodiac kann man sich wie einen riesigen Gürtel vorstellen, der uns umgibt. Weil sich die Erde um die Sonne dreht, sehen wir jeden Monat bei Sonnenaufgang ein anderes Sternzeichen, wie etwa den Krebs oder den Löwen. Ich glaube, dass das Wissen über den Zodiac, wie er in diesem Tempel zum Ausdruck kommt, in Ägypten schon sehr früh bekannt war. Ja, ich denke, das steht außer Zweifel angesichts der Zeugnisse, die so eindringlich an den Monumenten zu sehen sind. Das Wissen über den Kosmos, die Sterne und ihre Bewegungen war enorm und sehr genau. Wir haben heute genügend Beweise, die das belegen. Die Art, wie die Menschen damals ihre Informationen verarbeiteten, ist die Sprache der Bilder oder mythologischer Geschichten. Für sie bestand kein Widerspruch zwischen exaktem astronomischem Wissen und einer Mythologie, wie für uns heute. Sie dachten in mythologischen Bildern. So arbeitete ihr Gehirn. Die Ideen, die wir in Dendera finden, erscheinen bereits 1000 Jahre früher an den Gräbern im Tal der Könige. Betritt man die Grabkammer von Set dem I., einem der großen Pharaonen Ägyptens, fällt sofort die vielfältige astronomische Symbolik auf. Selbst über dem Sarkophag ein astronomisches Firmament. Eine Decke bevölkert von Sternengöttern und Tierkreissymbolen, wie sie heute noch bekannt sind. Wer könnte daran zweifeln, dass für die alten Ägypter ihre Reise nach dem Tode zu den Sternen führte? In der Wüste im Norden des modernen Kairo finden wir noch ältere astronomische Anhaltspunkte. 1500 Jahre bevor die ersten Gräber im Tal der Könige entstanden, brachten die Ägypter ihre astronomischen Kenntnisse in der Gestalt gigantischer Pyramiden zum Ausdruck. Die Stufenpyramide von Zoser ist vermutlich die älteste in Ägypten, der Ort, an dem vor 5000 Jahren der Pyramidenbau begann. Sie gehört zu den bedeutenden Pyramiden von Saqqara, etwa 30 Meilen südlich der berühmteren Pyramiden von Gizeh. Das Innere der Pyramide des Pharao Unas ist mit Inschriften geschmückt. Außergewöhnliche Texte, die einen Schlüssel zum Verständnis ägyptischer Mysterien bieten. Tritt man in die geheime Unterwelt ein, fallen als erstes die Sterne auf. Die Decke des Raumes ist mit Sternen übersät. Offensichtlich war nach der altägyptischen Vorstellung das Leben nach dem Tod nicht ein Ort der Dunkelheit und der Endlichkeit, sondern des Lichts und der Unsterblichkeit im Himmel. Es ist eine Art Kathedrale des Wissens.
Die Wände sind bedeckt mit den ältesten erhaltenen Schriften der Menschheit. Die Texte wurden vor über 4300 Jahren von heute längst verlorenen Originaldokumenten abgeschrieben oder geben mündliche Überlieferungen wieder, die noch weiter in die Frühgeschichte zurückreichen. Wenn wir die spirituelle Ideenwelt unserer Vorfahren verstehen, die vergessene Geschichte der Menschheit begreifen wollen, dann ist das hier sicher ein guter Ausgangspunkt. Ist es möglich, dass wir vor dem Vermächtnis einer versunkenen Zivilisation stehen? O Osiris, du König, der fortging, aber wiederkommen wird. Du schläfst, aber wirst wieder erwachen. Du bist gestorben, aber wirst wieder leben. Dein Grab ist offen. Der Sargdeckel wird dir geöffnet. Die Himmelstüren werden dir aufgetan. Die Texte beschreiben die Reise der Seele des Pharaos zu den Sternen in das Reich von Osiris, zum Duat. Der Duat liegt um das Sternbild des Orion, in dem die Ägypter ein Abbild ihres Gottes Osiris sahen. Das Hieroglyphenzeichen für den Duat ist der Stern in einem Kreis. Ägyptologen übersetzen die Hieroglyphen wörtlich als eine Reihe magischer Zauberformen. Sie wollen nicht akzeptieren, dass hinter den Symbolen astronomische Botschaften stehen, wenngleich verschlüsselt. Zieht man diese Texte zum Verständnis der großen Pyramide von Gizeh heran, dann lässt sich der Code entschlüsseln. 1994 veröffentlichte der Belgier Robert Boval Einzelheiten einer erstaunlichen Entdeckung, die die gelehrten Meinungen eines ganzen Jahrhunderts über den Haufen warfen. Boval zeigte, dass einige der ältesten Pyramiden nach dem Vorbild bestimmter Sternbilder angelegt waren. Boval begleitet mich zur Pyramide von Sneferu, dem Vater von Khufu, der die große Pyramide von Gizeh erbauen ließ. Die Architekten, die all dies entwarfen, gehörten einer Elite von Priestern an. Es war ein Kult, der aus Heliopolis stammte, das heute unter dem modernen Kairo versunken ist. Die Priester von Heliopolis dienten einem sehr bedeutenden Kult, dem Glauben, dass Ägypten selbst ein Abbild des Himmels war, ein magisches, kosmisches Land, und dass der Pharao der Repräsentant dieser kosmischen Ordnung war. Den Pharao hielt man für den auf der Erde lebenden Sohn von Osiris. Wenn er starb, würde er zu den Göttern im Himmel eingehen, jenem kosmischen Land, dessen Ebenbild Ägypten war. Und in diesem Kontext müssen wir das, was sie hier taten, zu verstehen suchen. Boval hatte die Textinschriften im Inneren der Pyramide von Unas noch einmal eingehend untersucht. Sie berichten davon, dass es am Firmament einen Nil gibt, offensichtlich die Milchstraße. Hier können wir uns den Lauf des Nils vorstellen. Nun, mir fiel auf, wenn man die Lage der drei Pyramiden von Gizeh zueinander vergleicht, dass die dritte, kleinere Pyramide auf der linken Seite gegenüber der Verbindungsdiagonalen durch die anderen zwei merkwürdig abweicht. Als ich dann die Lageverhältnisse der drei Pyramiden mit denen der drei Sterne des Oriongürtels verglich, sah ich plötzlich die Deckungsgleichheit. Es ist eine äußerst sonderbare Vorstellung, den Sternenhimmel auf der Erde nachmodellieren zu wollen. Aber darum drehte sich alles in Ägypten. Der Kern des Glaubens war, dass das Land selbst ein kosmisches Land und ein Spiegelbild des Himmels war. Und wenn das ganze Hochplateau von Gizeh ein Abbild des Himmels, ein Modell der Sterne auf der Erde war, dann enthielt der herausragendste Teil davon, die große Pyramide des Pharao Khufu, den Schlüssel des ganzen Entwurfs.
Ägyptologen gehen davon aus, dass die große Pyramide mit all ihren verschlungenen Gängen und Fluren als Grabanlage für Khufu dienen sollte. Ich glaube, dass Khufu sie zu einem ganz anderen Zweck errichten ließ, einem viel wichtigeren. Und Hinweise darauf gibt uns die Architektur selbst. Dieser Raum wird allgemein als die Kammer der Königin bezeichnet. Tatsächlich aber gibt es nicht den geringsten Hinweis, dass irgendeine Königin oder sonst jemand hier bestattet wurden. Wir kennen die Funktion dieses merkwürdigen Mauervorsprungs in der Nische hinter mir nicht, obwohl er wiederholt auch anderswo in der Pyramide zu finden ist. Einen Hinweis könnte uns allerdings dieses Phänomen geben. Hätten wir 1871 den Raum betreten, wären wir vor einer völlig glatten Wand gestanden. Doch 1872 untersuchte ein britischer Forscher die Wände und klopfte sie mit einem Hammer ab. Er entdeckte einen Hohlraum und meißelte ihn auf. Nur eine 15 cm dicke Steinschicht versperrte die Öffnung zu einem Schacht. Bovall vermaß den Winkel des Schachts und fand heraus, dass sein Verlauf auf einen bestimmten Stern zielt, den Stern Sirius, den die Ägypter mit der Göttin Isis in Zusammenhang brachten. Isis war die Mutterfigur unter den ägyptischen Göttern, also eindeutig Teil des Gesamtkonzeptes. Die Pyramiden auf der Erde sind Kopien von Sternbildern und durch Linien, Schächte in Verbindung zur Erde gebracht. Isis war die Frau von Osiris, dem Herrn des Duat. Sein astronomisches Korrelat war das Sternzeichen des Orion. Ganz oben in der großen Pyramide ist die sogenannte Königskammer ebenfalls mit ihrem Stern am Himmel verbunden. Das geschieht über zwei Schächte, die exakt auf den Stern zulaufen. Reisen wir mit Hilfe einer Computeranimation durch die Pyramide, wird das komplexe System von Wegen, Kammern und Schächten deutlich. Es ist eine faszinierende und unerklärliche technische Glanzleistung. In der Königskammer selbst ist der südlichere Schacht sehr aufschlussreich. Er weist direkt auf die Sterne des Oriongürtels, wie sie um 2500 vor Christus standen. Das bestätigt die Entdeckung von Bovall insofern, als die drei Sterne der Anordnung der Pyramiden von Gizeh entsprechen. Ich glaube, die Gizeh-Pyramiden sind tatsächlich ein gigantisches Modell des Duat, ein Abbild dieser Himmelsregion. Es waren keine Grabstätten. Der Pharao kam zu Lebzeiten hierher, um zu lernen und sich auf die Reise zum Duat, die er nach dem Tod antreten würde, vorzubereiten. Die große Pyramide von Ägypten war nichts weniger als eine Art Flugsimulator für die Reise des Pharaos in den Himmel. Angkor, Kambodscha. Wie in Ägypten gibt es Anzeichen, dass die Tempelanlagen als Modell spezieller Sterne nachgebaut und mit der Frage nach der Unsterblichkeit in Zusammenhang gebracht wurden. Der berühmteste Tempel, Angkor Wat, wurde erst vor 800 Jahren fertiggestellt, also wesentlich später als die ägyptischen. Auf Satellitenbildern identifizierte man aber kürzlich auch viel ältere Bauwerke in Angkor. Wie in Ägypten waren die Tempelbauer Meister der Astronomie und der Mathematik. Und genau wie in Gizeh waren die Tempel ein Verbindungsglied zwischen Himmel und Erde. Angkor
Aber gibt es eine noch tiefere Gemeinsamkeit zwischen Angkor und Gizeh? Um das herauszufinden, suche ich nach Zeichen für eine ähnliche Spiegelung der Sterne am Boden. Der Gang durch die Anlage ist eine Reise in die Mysterien der Zeit und der Mathematik. Pilger kamen hierher, auf der Suche nach Erleuchtung. Auf jeder Plattform erwartete sie ein Rätsel, das sie lösen mussten, bevor sie die nächste Ebene betraten. Genau wie in Gizeh war das Ziel, ein Wissen zu erlangen, das Unsterblichkeit verleihen würde. Die amerikanische Forscherin Dr. Eleanor Manica entdeckte, dass die alten Baumeister immer eine gleichbleibende Maßeinheit verwendeten, die sie Elle nannte. Ihr Grundriss zeigt, dass die Maße in Zeitzyklen eingeteilt waren, die im Hindu-Glauben wichtig sind. Die Strecke vom äußeren Wassergraben bis zum Zentraltempel entspricht dem ersten Zeitalter der Hindu-Kosmologie. 1728 Ellen gleichbedeutend mit 1.728.000 Jahren. Das konnte Zufall sein. Aber auch für das zweite, dritte und vierte Zeitalter sind die Maßeinheiten vorhanden. Diese Wende ziert das längste fortlaufende Steinrelief überhaupt. Ein großartiges Kunstwerk. Aber es ist mehr als das. Ähnlich wie die ägyptischen Hieroglyphentexte erklärt es die Gedankenwelt von Angkor. Die dargestellten Szenen haben zwei unterschiedliche, aber verknüpfte Ebenen. Eine wissenschaftliche und eine mythologische. Der Mythos wird das Aufschäumen des Ozeans aus Milch genannt. Das Hauptelement ist der Milchozean selbst, das Meer, auf dem das gesamte Universum dem Glauben nach ruhte. Das Aufwallen ging von diesem Berg im Zentrum aus, dem Berg Mandera, in der hinduistischen Mythologie ein Zentralgipfel des Kosmos. Er steht auf dem Körper einer Schildkröte, eine Inkarnation des Gottes Vishnu. Hier erkennen wir Vishnu in menschlicher Gestalt, wie er das Meer aufschäumt. Der Gegenstand, mit dem er rührt, ist der Körper einer riesigen Schlange. Es ist die Naga-Schlange, Vasuki genannt, die sich um den Berg rollt. Wie ein Strick ist die Schlange um den Berg gewickelt. An ihren jeweiligen Enden ziehen zwei Gruppen in entgegengesetzte Himmelsrichtungen. Die eine Mannschaft steht für die Kräfte des Dunklen und des Todes, die andere für die Kräfte des Guten und des Lichts. Aber es geht nicht darum, ob die eine oder andere Mannschaft gewinnt. Was hier dargestellt wird, und darin steckt ein tiefes Wissen, ist die Zusammenarbeit auf ein gemeinsames Ziel hin, nämlich aus dem aufgewühlten Ozean aus Milch das Elixier der Unsterblichkeit zu gewinnen. Die wissenschaftliche Ebene der Szene ist viel komplexer und beruht auf detaillierten Himmelsbeobachtungen, die über einen langen Zeitraum gemacht wurden. Es stellt die als Präzession bekannte komplizierte Bewegung der Himmelskörper dar. Die zwei Gruppen, die an der um den heiligen Berg gewickelten Schlange ziehen, symbolisieren einen Zeitzyklus, den nur hochgebildete Beobachter verstehen konnten. Tatsächlich ist es eine wissenschaftliche Metapher für die Art, in der sich die Erde um ihre eigene Achse dreht. Beschleunigte man diese Rotation auf den Zeitraum einer Nacht, erkennt man, wie die Sterne um den Nordpol zu kreisen scheinen. Das liegt zum einen daran, dass sich die Erde innerhalb von 24 Stunden einmal um die eigene Achse dreht. Zum anderen ändert auch die Achse durch die Pole ihre Position. Wie ein Kreisel beschreibt dabei die Polachse einen Kreis am Himmel. Das ist ein sehr langsamer Vorgang. Eine vollständige Drehung um den Fixpunkt der Ekliptik dauert 26.000 Jahre oder 1 Grad alle 72 Jahre.
Man bezeichnet diesen Zyklus als Präzession. Wir können das heute genau messen. Und so unglaublich es scheint, offensichtlich gelang das auch schon im Altertum. Wir wissen, dass prähistorische Kulturen die Präzession kannten, weil sie Präzisionszahlen in den Grundrissen ihrer Tempelanlagen versteckten. Es ist kein Zufall, dass es in Angkor 72 Tempel gibt. Die Hauptachse von Angkor Wat weicht nicht zufällig genau um ein Dreiviertelgrad von exakt Osten ab. Im Sinne der Präzision entspricht ein Dreiviertelgrad 54 Jahren und wir finden die Zahl 54 überall in Angkor wieder. Diese Abweichung zeigte den Baumeistern von Angkor 3 Tage im Voraus die Frühlingstag- und Nachtgleiche an. Nur an diesem Tag, wenn Tag und Nacht gleich lang sind, bildet die aufgehende Sonne eine Linie mit dem zentralen Turm. Ich glaube, dass die Erbauer von Angkor Präzessionszahlen benutzten, um ihre wichtigsten Erkenntnisse zu bewahren. Gleich neben Angkor Wat steht Angkor Thom. Und hier, wenn wir genau hinschauen, erkennen wir eine klare Botschaft aus der Vergangenheit. Ich gehe hier nicht einfach über irgendeine Brücke, gesäumt von exotischen Statuen. Das ist ein monumentales, dreidimensionales Modell der Präzession. Es ist eine andere Darstellung des Basisreliefs von Angkor Wat. Wir erkennen die Asuras, die Geister des Bösen auf der einen Seite, auf der anderen die Geister des Guten. Sie ziehen an der Naga-Schlange Vasuki, der Naga-König, der den Ozean aus Milch aufschäumt. Der Ozean wird durch den Graben auf meiner rechten Seite symbolisiert. Das Auffüllen des Milchozeans ist ein Symbol der Präzision. Sollten wir irgendwelche Zweifel hegen, widerlegen Sie uns die Zahlen der Präzision. 54 Figuren auf jeder Seite, 108 Figuren je Brücke, 5 Brücken. Und 5 mal 108 macht 540, alles Präzisionszahlen. Die Brücke führt zu einem Tor. Die Interpretation dazu ist, dass das Tor selbst und was jenseits davon liegt, in gewisser Weise mit dem Mysterium der Präzision zusammenhängt. Hier stellt sich ein weiteres Rätsel. Angkor Thom ist ein über 12 Quadratkilometer großer eingerahmter heiliger Platz. In dessen Zentrum steht ein Tempelkomplex, Bayon genannt. Die Tatsache, dass er genau im geometrischen Mittelpunkt steht, lässt die Vermutung zu, dass er für die Erbauer von Angkor von besonderer Bedeutung war. Es existieren uralte Legenden, die von dem Glauben erzählen, das Land von Angkor gleiche in mystischer Weise dem Himmel. Ich glaube, der Bayon symbolisiert den Fixpunkt am Himmel, um den die Sterne in ihrem großen Präzessionszyklus von 26.000 Jahren kreisen. In der Mitte des Bayon umgeben mich 54 Türme, die in Angkor am häufigsten auftauchende Zahl. Es ist ein kraftvoller Hinweis, dass sich die Baumeister in Präzessionszahlen ausdrückten. Ich glaube, ihre Vision war viel umfassender als bisher angenommen. Sie wollten im Dschungel von Kambodscha ein verstecktes Abbild des Himmels erschaffen.
John Grisby entdeckte bei seinen Forschungen den entscheidenden Beweis für eine Verbindung zwischen Angkor und Gizeh. Er bemerkte, dass die Anordnung der Tempel auf der Erde mit dem Sternbild des Drachen korrespondierten. In der gleichen Weise, wie die ägyptischen Pyramiden das Sternbild des Orion nachbildeten. Das Schema, nach dem die Tempel am Boden verteilt waren, entsprach dem Sternbild des Drachen, wobei Angkor Wat dem Kopf und der Bayon dem Herz der Konstellation gleichzusetzen sind. Man sieht den Körper hier aufsteigen. Verbindet man die Tempel untereinander, dann sieht man, wie sich hier der lange Schwanz herausformt. Das mag nur Zufall sein. Es muss aber auch zur richtigen Zeit Deckungsgleichheit zwischen Himmel und Erde bestehen. Wir suchen nach dieser Entsprechung, wenn es sie denn überhaupt gibt, an der Frühlingstag- und Nachtgleiche, weil Angkor Wat ein Äquinoctium-Tempel ist. Und wir sollten danach im Jahr 1150 nach Christus suchen, als Angkor Wat gebaut wurde. Schauen wir, was der Computer sagt. Der Drachen ist ein Sternbild des Nordens. Wir müssen also die Nordhalbkugel anschauen. Da ist der Drachen. Aber verkehrt herum. Der Kopf ist oben, der Körper unten. Hier ist es andersherum. Kopf unten, Körper oben. Ich würde jetzt gerne einfach den ganzen Himmel auf den Kopf stellen, um die Verbindung zwischen Himmel und Erde zu erhalten. Am leichtesten geht das, wenn man den Drachen bei Sonnenuntergang beobachtet. Da geht der Drachen unter. Aber zu der Zeit, wo es zusammenpasst, ist das Sternbild unter dem Horizont versunken. Das heißt, man konnte es von Angkor aus nicht sehen. Es gibt noch eine Möglichkeit, um zu sehen, ob der Drachen ein Spiegelbild ist. Man geht in der Zeit zurück. 2003, 4, 5, 10.500 vor Christus. Das ist wirklich verblüffend. Damit hat keiner gerechnet. Da ist er, der Drachen. Das Sternbild ist in der richtigen Position am Himmel. Das Angkor, das wir heute sehen, wurde vor weniger als 1000 Jahren gebaut. Aber die schematische Anordnung der Tempel am Boden passt zum Sternbild des Drachen um 10.500 vor Christus. Das ist ein Mysterium mit tiefer Bedeutung. Weit weg in Ägypten bilden die großen Pyramiden das Sternbild des Orions nach, das direkt in Opposition zum Drachen am Himmel steht. Wenn die zwei beeindruckendsten Orte der antiken Welt ein direktes Spiegelbild des Himmels sind, dann kann das nur das Ergebnis eines Gesamtplanes sein. Ägypten ist voller Hinweise und Erinnerungen an ein früheres Zeitalter, das goldene Zeitalter der sogenannten Ersten Zeit. Ich glaube, alle davon erzählenden Mythen beziehen sich auf eine reelle Zeit in der Frühgeschichte. Und die Astronomie kann uns helfen, diese zeitlich festzulegen. Im Mittelpunkt dieser Epoche steht der oberste Gott des ägyptischen Pantheon, der Gott Osiris. Dies ist sein Tempel, vor 3300 Jahren erbaut. Der Sage nach stieg Osiris vom Himmel herunter, um Ägypten in der ersten Zeit zu regieren. Er war der Lehrer der Menschheit. Von 72 Verschwörern ermordet, wurde er als Sternengott Orion wiedergeboren und herrschte über das Reich nach dem Tod im Himmel. Sein Sohn Horus, üblicherweise mit Falkenkopf dargestellt, rächte sich an den Mördern und stellte des Vaters weltliche Herrschaft wieder her. Die Herrschaftsnachfolger, die Pharaonen, wollten nach dem Tod zu Osiris in den Himmel kommen und Unsterblichkeit erlangen. Osiris hatte in der ersten Zeit geherrscht. Diese Botschaft ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich kam zu der Überzeugung, da wollte man uns in gewisser Weise mitteilen, dass die Reise der Pharaonen in die erste Zeit zurückführte.
Robert Beauval zeigte mir anhand des Computers, wie er die erste Zeit errechnete. Es ist also nicht nur eine Reise zu den Sternen, sondern auch eine Reise zurück in die Zeit? In einen speziellen Zeitrahmen. Osiris war auf die Erde gekommen und hatte das Königreich der ersten Zeit errichtet. Die Pyramiden symbolisierten jenes Königreich. Ich überlegte, die Sterne hatten eine erste Zeit durch das Phänomen der Präzession. Ausgehend von der Bewegung der Präzession erreichen die Sterne eine maximale und eine minimale Höhe. Wie eine Schaukel. Wie eine Schaukel, auf und ab. Ich beschloss, die Sterne an ihren tiefsten Punkt zu bringen. Das würde den Anfang eines Zyklus markieren, die erste Zeit. Das heißt, in der Zeit zurückzugehen. Genau. Am Computer. Sie halten es für möglich, dass auch die Ägypter das Phänomen der Präzession kannten, obgleich die Wissenschaftler das verneinen? Ich bin völlig überzeugt, dass sie die Präzession verstanden. Aber ich meine auch, dass sie entweder Aufzeichnungen besitzen mussten oder sonst ein Mittel hatten, das Wissen über den sich verändernden Sternenhimmel von einer Generation an die nächste weiterzugeben. Nach Beauvals Ansicht hatten die Erbauer der Pyramiden von Gizeh 2500 vor Christus Kenntnisse von Sternenkonstellationen aus längst vergangenen Zeiten. Das konnte erklären, warum die drei Pyramiden, die den drei Sternen des Oriongürtels entsprechen, eine Diagonale bilden, die um 45 Grad von der genauen Nord-Süd-Achse abweicht. Beauval zeigte, dass die Sterne, nach denen die Pyramiden ausgerichtet waren, so zum letzten Mal um 10.500 vor Christus zu sehen waren. Am tiefsten Punkt des Präzessionszyklus, also in der ersten Zeit. Aus der Astronomie können wir ableiten, dass die Zeit um 10.500 vor Christus entscheidend ist. Das ist erstaunlicherweise dasselbe Datum, das die astronomischen Überlegungen zu Angkor ergaben. Die Sterne passen genau mit der Anordnung der Pyramiden am Boden zusammen. Das kann ich nicht als reinen Zufall akzeptieren. Sie hatten ein Schema entworfen, das in die erste Zeit verwies. Der Pharao wollte in das goldene Zeitalter des Osiris zurückkehren. Es gab ein mit dieser Zeit fest verbundenes Land. Wir wissen, dass die Pyramiden um 2500 vor Christus entstanden. Doch es sollte an die erste Zeit um 10.500 vor Christus erinnert werden. Und zwar mit Hilfe der Astronomie. Vielleicht ist der Sphinx, der heute ständig restauriert werden muss, tausende von Jahren älter als bisher angenommen. Der Sphinx ist stumm und anonym. Es gibt keine Inschriften oder Aufzeichnungen, die etwas darüber aussagen, wer ihn erbauen ließ, warum oder wann. Wir können nur Vermutungen anstellen. Ganz offen. Auch die Wissenschaftler können nur vermuten. Sie geben nur vor, zu wissen, wer den Sphinx erbaute und wann das war. Das soll um 2500 vor Christus während der vierten Dynastie geschehen sein. Und tatsächlich wurde während der vierten Dynastie an dieser Stelle heftigst gebaut. Aber kann man daraus mit Sicherheit ableiten, dass das auch auf den Sphinx zutrifft, wenn keine Inschriften existieren? Einen wichtigen Hinweis liefern uns die Forschungen von John Anthony West und Professor Robert Schoch von der Universität Boston. Sie haben nachgewiesen, dass diese interessanten Verwitterungsspuren in der Umgebung und am Körper des Sphinx, diese Art Rinnen, die natürlich nur zur selben Zeit entstanden sein können, von starken Regenfällen verursacht wurden, die sich über Jahrtausende hinzogen. Diese vertikalen Furchen entstanden durch Wasser, das am Stein herablief und senkrecht verlaufende Rillen formte. Diese wellenartigen Muster sind charakteristisch für strömenden Regen. Nur leider war Ägypten um die Zeit von 2500 vor Christus, auf die Ägyptologen die Entstehung des Sphinx datieren, genauso strohtrocken wie heute. Das Klima konnte also diese speziellen Verwitterungsspuren nicht verursacht haben. Man muss in die Zeit zurückgehen, als Ägypten grün war und es ergiebig regnete, um Bedingungen zu finden, die an dem Sphinx und seiner Umgebung derartige Zeichen hinterließen.
Und das liegt tausende Jahre zurück, bevor der erste Pharao der ersten Dynastie auf dem Thron Ägyptens saß. Auf dem Plateau von Gizeh, das am Rande der Wüste liegt, gibt es zwei Arten von Erosionsmerkmalen. Das eine kann mit der Winderosion in Zusammenhang gebracht werden, heute das vorherrschende. Schließlich sind wir in der Wüste und da ist immer viel Wind. Das andere Erosionsmuster hängt mit Niederschlägen zusammen, mit Regen, der über Felsen herabstürzt. Ausgiebigen Regen gibt es hier seit 5000 Jahren nicht mehr. Dennoch haben wir dieses Erosionsmuster am Körper des Sphinx. Nach einer Woche, in der er sich intensiv in die Materie eingearbeitet hatte, war Schoch ziemlich überzeugt von der Wasserverwitterungstheorie. Als wir 1991 damit auf der Versammlung der Geologischen Gesellschaft Amerikas an die Öffentlichkeit gingen, gab es einen großen Presserummel. Schoch setzte das ganze Gewicht seines Rufes für die Theorie und die Folgen ein, die sich daraus für den Sphinx ergaben. Vorsichtig würde ich das Alter des Sphinx, zumindest die ältesten Teile, von ihm auf 5.000 bis 7.000 vor Christus schätzen. Diese Zahl benutze ich im Allgemeinen. Andere haben das Alter sogar noch weiter zurückdatiert und ehrlich gesagt ist das gut möglich. Wissen Sie, wie viele Menschen täglich mit neuen Theorien zu mir kommen? Mindestens eine neue jeden Tag. Würde man all denen die Erlaubnis geben, hier zu forschen, hätten wir hier einen Massenauflauf. Zahia Was ist oberster Verwalter der Altertümer in Gizeh. Nichts geschieht ohne seine Zustimmung. Er ist der einflussreichste Ägyptologe des Landes. Er verwirft jegliche radikale Rückdatierung des Sphinx. Hawass führt mich zu einem Teil des Monuments, das normalerweise strengstens abgesperrt ist. Er bringt seine Ablehnung gegenüber der seiner Ansicht nach geologischen Irrlehre zum Ausdruck. Ich bin nicht davon überzeugt, dass starke Regenfälle die Ursache sein sollen für die Spuren, wie sie an dem Sphinx und der Umgebung zu finden sind. Schließlich ist Schoch der einzige Geologe, der das behauptet. Er wird auch von anderen unterstützt. Von wem? Sehr viele auf dem amerikanischen Geologischen Kongress. Aber Hunderte, die herkamen, um das vor Ort zu untersuchen, stimmen damit nicht überein. Ich glaube, viele Geologen nehmen einmal aufgestellte Jahreszahlen viel zu leichtfertig als bewiesen an. Da muss ich widersprechen. Sei es den klassischen Ägyptologen und einigen Geologen oder Geoarchäologen, die mit Ägyptologen zusammenarbeiteten. Sie sagen mir manchmal ziemlich unverhohlen, dass sie es nicht einmal in Erwägung ziehen würden, am offiziell vermuteten Alter des Sphinx zu zweifeln, weil es schließlich die Ägyptologen so bestimmt hätten. Ein Sphinx vor 10.000 Jahren, welche Kultur hätte ihn bauen können? Beide Seiten, auch ihre, bieten nur Theorien, keine Fakten. Aber meine Theorie stützt sich auf das, was wir hier entdecken. Unsere Theorie wird von der Archäologie untermauert, aber die Theorie mit den 10.000 Jahren basiert auf gar nichts. Sie haben versucht, sie aufzuweichen. Erfolglos, würde ich sagen. Aber sie mögen das nicht. Sie fühlen sich gestört, wenn eine Wissenschaft sich in eine andere einmischt. Die Archäologen und Geologen können sich streiten. Aber zieht man die astronomischen Erkenntnisse hinzu, sind in meinen Augen die Beweise unwiderlegbar, dass der Sphinx älter ist. Der Sphinx ist exakt nach Osten ausgerichtet. Sein Blick zielt starr auf die aufgehende Sonne des Frühlingsäquinoctiums. Wäre ich hier vor 4500 Jahren gestanden, als der Sphinx angeblich gebaut wurde, meinen Blick am Frühlingsanfang nach Osten gerichtet, dann hätte ich im Morgengrauen das Sternbild des Stieres genau mir gegenüber aufgehen sehen. Eigentlich würde es die Logik der Astronomie nahelegen, dass der Sphinx zu der Zeit dann nicht in Form eines Löwen, sondern in der Form eines Stieres entstanden wäre. Verfolgen wir die Himmelskonstellationen in der Zeit zurück, gibt es nur eine einzige Periode, in der der Sphinx seinem eigenen himmlischen Gegenspieler entgegengeblickt hätte, dem Sternbild des Löwen,
im Morgengrauen des Frühlingsanfangs. Diese Periode war nicht 2500 vor Christus. Es war 10.500 vor Christus. Es gibt also einiges, was sich konventionellen Interpretationen entzieht. Die rätselhafte Verbindung zu Angkor über Sternenmuster, die zuletzt vor 12.500 Jahren zu sehen waren. Genau im Norden des Monuments stand das Sternbild des Drachen in der Gestalt, wie es die Anordnung der Tempel von Angkor widerspiegelt. Genau im Osten war das Sternbild des Löwen, kopiert vom Sphinx. Genau südlich lag der Oriongürtel, nachgeformt von den Pyramiden. Es scheint, als ständen wir vor einem großen geheimen Plan, erdacht von einer versunkenen Kultur. Ich glaube, man kann diese Zivilisation um das Jahr 10.500 vor Christus festmachen. Aber ich weiß noch nicht, was sie uns mit diesem Plan mitteilen will. In den Tiefen vor der Küste Japans gibt es noch viel zu erforschen. Dort weist eine Formation, möglicherweise von Menschenhand geschaffen, auch auf das Datum von 10.500 vor Christus hin. Ich suche nach den Spuren einer Kultur, die ihren Einfluss auf weit voneinander entfernte Erdteile ausdehnen konnte. Es musste ein Volk von Seefahrern sein, das fest entschlossen war, die Schätze seines Wissens zu bewahren und an zukünftige Generationen weiterzugeben. Die Linien von Nazca in Peru sind das größte Bodengemälde der Welt. So groß, dass man es nur vom Flugzeug aus ganz überblicken kann. Vor über 2000 Jahren in den Wüstenboden gescharrt, kann es nur das Werk einer himmelskundigen Kultur sein. Denn es entpuppt sich als eine Sternenkarte, ein exaktes Abbild des nächtlichen Sternenhimmels. Von Nazca aus gesehen, auf der anderen Seite des Globus, bilden die Pyramiden von Gizeh in Ägypten ebenfalls eine Sternenkonstellation auf der Erde nach. Auch viele andere alte Kulturen auf unserem Planeten beschäftigten sich mit den Sternen. Ich bin auf der Suche nach einer versunkenen Zivilisation, von der meiner Meinung nach alle uns heute bekannten alten Kulturen ihr Wissen erbten. Ich arbeite und reise zusammen mit meiner Frau, der Fotografin Santa Faia. Seit über 10 Jahren sind wir diesem Rätsel auf der Spur. Dieses imposante Bauwerk wiegt 6 Millionen Tonnen. Es ist exakt nach den 4 Himmelsrichtungen ausgerichtet und aus 2,5 Millionen einzelnen Steinblöcken zusammengesetzt. Jeder so schwer wie 2 Autos. Es steht ganz genau auf dem nördlichen 30. Breitengrad, was einem Drittel der Strecke zwischen dem Äquator und dem Nordpol entspricht. Und das ist nicht zufällig so. Ich glaube, es ist Teil eines weltumspannenden Netzes, dem Vermächtnis einer viel älteren Kultur, die uns überall auf dem Globus Hinweise auf ihre Existenz hinterlassen hat. Viele alte Hochkulturen hatten eine ähnliche Architektur. Sie bauten Pyramiden. Sie bewegten riesige Steinblöcke, die wir selbst heutzutage kaum heben können. Ihre Bauwerke spiegeln Sternbilder wider und zeugen von einem unglaublich hochentwickelten astronomischen Wissen.
Wir können heute mit Hilfe des Computers den Himmel vergangener Zeiten simulieren und sein Spiegelbild auf der Erde aufspüren. Wir können so zeigen, dass Gizeh nur von Meisterastronomen geplant werden konnte. Sie modellierten Sternbilder auf der Erde nach. Die große Pyramide war der Schlüssel zu ihrem großen Entwurf. Sie ist ein Rätsel für sich. Ein Labyrinth versteckter Gänge und Kammern, die einst von massiven Steinquadern verschlossen waren. Vielleicht gibt es noch weitere, bisher unentdeckte Kammern. Viele altägyptische Bauwerke tragen Inschriften und Hieroglyphen. Aber in der großen Pyramide finden wir seltsamerweise überhaupt keine Inschriften. Ich habe von den ägyptischen Behörden die Erlaubnis erhalten, um in die der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Teile des Bauwerks zu gelangen. Ich suche nach Inschriften, alten Graffitis. Engländer sprengten sich den Weg mit Dynamit frei. Die brachialen Besucher verunstalteten gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Wände. Dieses Zeichen hier ist die Kartusche mit dem königlichen Namen des Pharaos Khufu, den man immer schon für den Erbauer der großen Pyramide hielt. Tatsächlich schreiben die Ägyptologen nur wegen diesem einen Zeichen Khufu die Errichtung des Bauwerks zu. Das Sonderbare an der Inschrift ist, dass in dem ganzen gewaltigen Monument, dem größten, das je auf dem Planeten erbaut wurde, nur an dieser Stelle der Name von Khufu erscheint. Ich glaube daher nicht, dass die Pyramide als Grab des Pharaos diente, denn sonst hätte er seinen Namen deutlicher hinterlassen. Es muss einen ganz anderen Grund geben. Dieser kahle Granitraum wird im Allgemeinen als Königskammer bezeichnet. Man vermutet aus gutem Grund, dass der Pharao Khufu, der vermeintliche Erbauer der Pyramide, hier begraben wurde, weil dort ein Sarkophag steht. Meiner Ansicht nach ist das aber kein Sarg. Der Stein diente ausschließlich einem Ritual. Es sollte dem Pharao das Wissen für die Erlangung der Unsterblichkeit vermitteln. Dieses Wissen bestand aus spirituellen, astronomischen und mathematischen Lehren. Der Raum selbst ist bereits eine mathematische Symphonie aus Stein. Er besteht aus exakt 100 gewaltigen Blöcken. Ein perfektes Rechteck im Verhältnis 2:1. 20 königliche Ellen lang und 10 breit. Die Höhe entspricht genau der Hälfte der Diagonale von einer Ecke zur gegenüberliegenden. Die Maße entsprechen einem perfekten rechtwinkligen Dreieck im Verhältnis 3:4:5, einer geometrischen Gleichung, die eigentlich erst dem griechischen Mathematiker Pythagoras zugeschrieben wird, der im 6. Jahrhundert vor Christus lebte. Doch diese Baumeister besaßen die mathematischen Kenntnisse offensichtlich schon tausende Jahre vorher. Sie verwendeten diese Maßeinheit auf dem Plateau von Gizeh immer wieder. Meine Theorie ist, dass sie diese Kenntnisse, die zu großen Fortschritten in Architektur und Kartografie führten, von einer früheren Kultur übernahmen. Aber wann existierte diese geheimnisvolle Zivilisation? Astronomische Überlegungen geben uns einen Hinweis. Von der Königskammer gehen zwei Schächte ab. Beide sind auf Sterne ausgerichtet. Der südliche Schacht weist in die Region des Himmels, wohin die Pharaonen nach ihrem Tod glaubten zu reisen. Er zeigt genau auf die Sterne des Oriongürtels. Und diese Sterne passen mit der Anordnung der Pyramiden auf dem Boden zusammen. Entscheidend aber ist die Zeit, in der die Deckungsgleichheit bestand.
Mit Computersimulation hat der Belgier Robert Boval nachgewiesen, dass diese Übereinstimmung um 10.500 vor Christus zutraf. Das ist auch genau die Zeit, in der der Sphinx mit seinem himmlischen Gegenspieler, dem Sternbild des Löwen, korreliert. Und in Kambodscha passt die Anlage der Tempel von Angkor zum Sternbild des Drachen. Immer wieder taucht dieselbe Zeit auf, 10.500 vor Christus. Ein außergewöhnliches Datum. Noch dazu für weit auseinanderliegende Orte. Wie passt das zusammen? Pyramiden auf der anderen Seite der Erde in Mexiko weisen auch auf ein vergessenes astronomisches Wissen hin. Es muss eine Verbindung geben, auch wenn nach gelehrten Meinung die alten Ägypter niemals den Atlantik überquert haben. Ich bin in Chichen Itza, auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko. Über ganz Yucatan verstreut errichteten die Maya vor 1000 bis 1500 Jahren ihre Pyramiden. Wieder einmal treffen wir auf eine alte Kultur, von der ägyptischen durch einen Ozean getrennt und auch noch tausende Jahre später. Und dennoch finden sich auffallende Parallelen. Dieselbe astronomische Besessenheit. Die Pyramide ist eine Universität für Sternenkunde, ein ewiger Kalender, exakteste Mathematik über Himmel und Erde. Vier Treppen führen auf die oberste Plattform. Jede Treppe hat 91 Stufen. 4 mal 91 ergibt 364. Addiert man für die oberste Plattform 1 hinzu, ergibt das 365, die Zahl der Tage des Sonnenjahres. Die durch die Pyramide von Südosten nach Nordwesten verlaufende Hauptachse zielt auf den Punkt des Sonnenaufgangs zur Wintersonnenwende und des Sonnenuntergangs zur Sommersonnenwende. Wie wir wissen, geht die Sonne jeden Tag an einer etwas anderen Stelle auf. Im Lauf des Jahres bewegt sich dieser Punkt entlang des Horizonts. Den Umkehrpunkt markiert die Sonnenwende. Auf halbem Weg zwischen den Extrempunkten liegt die Tag- und Nachtgleiche, wenn die Sonne genau im Osten aufgeht und Tag und Nacht gleich lang sind. Die Pyramiden von Chichen Itza wurden von einem Volk erbaut, das mit Besessenheit den Lauf der Sonne verfolgte. Ihre Beobachtungen waren so fortschrittlich, dass sie mit der punktgenauen Ausrichtung des Monuments eine faszinierende Illusion von Licht und Schatten erzeugten. Das Schauspiel ereignet sich nur zweimal im Jahr, bei Sonnenuntergang zur Frühlings- und Herbst-, Tag- und Nachtgleiche. Der Schatten malt die Umrisse einer gigantischen Schlange auf die Treppe. Die Pyramide war dem Schlangengott Kukulkan gewidmet. Die Maya und andere Hochkulturen bildeten ihn als gefiedertes und fliegendes Reptil ab. Sein Kult hing vornehmlich mit Astronomie zusammen. Das ist der Karakol. Es war das Observatorium der Priesterastronomen von Chichen Itza. Lange rätselten die heutigen Himmelsforscher, was hier gemessen wurde, bis es ihnen allmählich klar wurde. Man zog Diagonalen durch die zahlreichen Öffnungen des Gebäudes. Diese Sichtlinien markierten den Auf- bzw. Untergangspunkt ganz bestimmter Sterne. Geht die Sonne im Westen unter, können wir erkennen, wie das Observatorium arbeitet. Ein schmaler Lichtstrahl fällt durch eine seitliche Öffnung ein.
So konnte man die Sonne, die Sterne und Planeten zu einem bestimmten Zeitpunkt im Laufe des Jahres beobachten. Mithilfe dieses Himmelsobservatoriums entwickelten die Maya einen Kalender von unglaublicher Genauigkeit. Sie berechneten die Dauer des Sonnenjahres exakter als wir mit unserem heutigen Kalender. Sie benutzten zusammenhängende Zeitzyklen. Mithilfe des Kalenders berechneten sie die Sonnenfinsternis über Mexiko im Jahre 1991, 1000 Jahre nachdem ihre Kultur verschwunden war. Hinter der Kalenderwissenschaft der Maya und ihrer Nachfolger, den Azteken, verbarg sich eine tödliche Angst. Die alten Hochkulturen Mexikos glaubten, das Ende der Welt sei vom Himmel vorherbestimmt. Nach dem mathematischen Wissen, verschlüsselt in den Pyramiden, sagte der Maya-Kalender vorher, dass die gegenwärtige Epoche der Schöpfung, die sogenannte fünfte Sonne, mit einer Überschwemmung am vierten Ahau, dem dritten Kankin, endet. Nach unserem Kalender ist das der 23. Dezember 2012. Die Maya und ihnen nachfolgende Kulturen glaubten, die Katastrophe durch Menschenopfer verhindern zu können. Tausende wurden im Tempel der Krieger in Chichen Itza getötet. Stieg das auserwählte Opfer die Treppe hinauf, blickte es in das unbarmherzige Gesicht dieser Figur mit der glatten Fläche vor der Brust. Sie sollte sein Herz aufnehmen. Das Opfer wurde zum Altar geführt und dann von einem Hohepriester und vier Helfern niedergedrückt. Ein Steinmesser wurde ihm in die Brust gestoßen. Aus der geöffneten Brusthöhle wurde das schlagende Herz herausgerissen. Man kann sich kaum eine brutalere Prozedur vorstellen. Aber man glaubte, die Seele des Getöteten würde unter Umgehung der Hölle direkt in den Himmel kommen, ein unsterblicher Stern am Himmel werden. Der Name für das Menschenopfer war Pachi. Das heißt so viel wie den Mund öffnen. Erstaunlicherweise gab es auch in Ägypten ein ähnliches Zeremoniell. Es nannte sich auch das Öffnen des Mundes, war aber kein Menschenopfer. Es war ein Ritual, das am Leichnam vollzogen wurde. Die Seele gelangte so nach dem Tod direkt in den Himmel, beziehungsweise wurde zu einem unsterblichen Stern. Ich bin überzeugt, dass wir in den Himmel schauen müssen, um das vergessene Wissen unserer Vorfahren wiederzugewinnen. Wir fliegen nach Peru, tausende Kilometer entfernt von Mexiko, um die berühmten Linien von Nazca zu fotografieren. Sie sind über hunderte Quadratkilometer Wüste verteilt. Erst seit dem 20. Jahrhundert können wir sie vom Flugzeug aus vollständig überschauen. Unvorstellbar, wie die Menschen, die sie erschufen, sie als Ganzes erfassen konnten. Der Schriftsteller Erich von Däniken glaubt, dass Außerirdische hier ihre Raumschiffe landeten. Eine Idee, die mich nicht überzeugt.
Es gibt archäologische Beweise, dass entlang der Linien und um die Konturen der Figuren Prozessionen abgehalten wurden. Wissenschaftler glauben an den Zusammenhang mit einem primitiven Regenkult. Aber wieder einmal kommt uns moderne Technologie zu Hilfe und bietet uns eine alternative Theorie. Der amerikanische Astronom Dr. Phyllis Pitluga hat gezeigt, dass viele der Figuren mit Sternenbildern übereinstimmen. Eine der bekanntesten Zeichnungen von Nazca ist die große Spinne. Sie ist ein genaues Modell des Orion-Sternbildes. Dr. Pitluga zeigte, dass Linien durch die Figur vergleichbar mit der Bewegung des Orion im Laufe der Jahrhunderte sind. Das Untergehen des Orions verschiebt sich über Jahrtausende entlang des Horizonts. Die Nazcas konnten diesen Vorgang offenbar darstellen. Mir geht es nicht aus dem Kopf, dass auch die alten Ägypter die Anordnung der Pyramiden in Gizeh nach dem Sternbild Orion vornahmen. Es gibt Reste von Pyramiden in Nazca. Sie sind infolge Winderosion kaum noch zu erkennen. Aber sie weisen auf eine versunkene Kultur hin, von der wir wenig bis gar nichts wissen. Die Suche nach den Spuren versunkener Kulturen in Afrika, Asien und Amerika führt mich auch nach Europa. Wir sind auf dem Weg zu den äußeren Hebrideninseln vor Schottland und der alten Siedlung von Callanish. Seit 5000 Jahren überragen die Steinkreise den Atlantik. Wir wissen sehr wenig über die Völker der sogenannten Megalithzeit. Erhalten sind nur die aus riesigen Steinblöcken, Megalithen errichteten Bauwerke, die aber genauestens den Himmel anvisieren. Noch heute können wir uns nicht erklären, wie Steine dieser Größe damals bewegt, geschweige denn mit solcher Genauigkeit positioniert werden konnten. Auf den ersten oberflächlichen Blick erscheinen die Formen der Steine eher bizarr oder rein zufällig. Erst bei genauerem Hinschauen entdeckt man Berechnung, Präzision und Absicht. Dieser Vorsprung und der Vorsprung an dem Stein hinter mir bilden einen Rahmen, ein Fenster. Und darin geht am längsten Tag des Jahres mit unglaublicher Genauigkeit die Sonne auf. Die Erbauer beobachteten, wie die Sonne und der Mond im Laufe des Jahres an unterschiedlichen Punkten aufgingen. In Callanish lässt sich erkennen, dass sie diese Veränderungen berechnen konnten. Dieser Stein markiert einen besonderen Aussichtspunkt, das Geheimnis dieses Platzes. Alle 19 Jahre ereignet sich etwas Magisches. Mit virtueller Realität wird es deutlicher. Der Mond geht über einem Hügel auf, der von den Einheimischen auch heute noch die schlafende Schönheit genannt wird. Dann zieht der Mond tief am Horizont entlang und geht direkt in der Mitte des Kreises unter, so als würde er von dem Kreis gefangen genommen. Wir wissen nicht, wie die Erbauer von Callanish mit solcher Präzision die Astronomie erforschten.
Vielleicht gibt es noch eine lebendige Verbindung mit der Vergangenheit. Die Druiden, die englischen Priester aus der Zeit vor der Christianisierung, hinterließen keine schriftlichen Zeugnisse. Ihr Wissen ging verloren. Ihre modernen Nachfolger zelebrieren noch heute an den heiligen Plätzen zur Sommersonnenwende religiöse Riten. Am Drachenhügel, nahe der berühmten Kalkfigur des Uffington Whitehorse in Wiltshire, möchte ich herausfinden, ob die heutigen Druiden etwas vom uralten Wissen ihrer Vorfahren bewahren konnten. Sei mit uns am Midsommertag. Beschütze unsere Rechte und segne unsere Kreise. Die Druiden, die vor 2000 Jahren in England lebten, waren sicher nicht die Schöpfer der Megalith-Monumente, aber sie hielten dort Zeremonien ab. Ganz bestimmt wussten sie auch, was sie da taten, denn wir haben eine alte Quelle. Julius Caesar schreibt über die Druiden etwas sehr Interessantes. Sie glaubten an die Unsterblichkeit der Seele, an die Wiedergeburt. Sie erforschten die Sterne und alles hing irgendwie mit den Steinkreisen zusammen. Es gibt eine zurückverfolgbare Stammeslinie, aber diese ist oft unterbrochen. Die Menschen heute mischen die Fragmente des uns bekannten Druidenwesens mit den Schriften Caesars und mittelalterlichen irischen Texten, um das heidnische Wissen daraus zu filtern. Das Ganze wird mit eigenen Vorstellungen kombiniert. Die Erbauer von Stonehenge, Avebury und anderen Steinkreisen waren sicher Anhänger des Glaubens, der uns heute so fasziniert. Ich habe nicht den Eindruck, diese Druiden könnten mir die Beweise liefern, nach denen ich suche. Aber der herausragende britische Astronomieprofessor John North hat über unsere Vorfahren eine interessante Entdeckung gemacht. North ist der Ansicht, dass das 5000 Jahre alte Uffington Whitehorse ein Abbild vom Sternbild Stier ist. Da sich die Sterne langsam, aber gleichmäßig im Laufe der Zeit bewegen, brauchen wir einen Computer, um den früheren Himmel zu rekonstruieren. Zuerst geben wir in das globale Satellitenpositionssystem unsere genauen Koordinaten ein. 51. Breitengrad, 34. Minute nördlich und 1. Längengrad, 34. Minute westlich von Greenwich. Nun übertragen wir das auf den Himmelsglobus und schauen, was geschieht. Jetzt zurück zum 21. Juni 3200 vor Christus. Wir sehen die Sterne aufsteigen. Da ist es. Erstaunlich. Genau zu der Zeit taucht der Kopf des Stieres über der Kreidefigur auf. Die hell leuchtenden Sterne, die den Spitzen der Stierhörner entsprechen, erscheinen direkt über dem Drachenhügel. Wieder einmal müssen wir anerkennen, dass scheinbar primitive Völker über Fähigkeiten verfügten, die im Laufe der Geschichte verloren gingen. Vor über 5000 Jahren konnten sie die Bewegung der Sterne messen und entwarfen auf der Erde gigantische Figuren als ihr Spiegelbild. Es gibt nicht zu übersehende Ähnlichkeiten zwischen den Sternendiagrammen an den Kreidehügeln Südenglands und den Linien von Nazca in Südamerika. Beide kopieren Sternkonstellationen. Der berühmteste Steinkreis Englands ist zweifellos Stonehenge. Dieselbe Hochkultur baute auch Callanish und das Whitehorse. Auch hier finden wir genau platzierte Megalithen, um die Erde mit dem Himmel zu verbinden. Aber noch etwas anderes. Man geht davon aus, dass Stonehenge zur selben Zeit wie die große Pyramide von Gizeh entstand, vor rund 5000 Jahren. Jedoch lassen neue Erkenntnisse darauf schließen, dass seine Ursprünge wesentlich älter sein mussten.
Auf dem Parkplatz markieren diese Deckel über Schächten eine außergewöhnliche archäologische Entdeckung. Die Stonehenge-Astronomie umfasste vier sogenannte Stationensteine. Zwei davon bildeten einst eine Linie mit hölzernen Masten, die an der Stelle standen, wo heute die Parkplatzmarkierungen sind, und zielten auf den nördlichsten Monduntergangspunkt. Nach der jüngsten Kohlenstoffdatierung wurden die hölzernen Stangen vor 10.000 Jahren aufgestellt. Das ist 5.000 Jahre früher als die orthodoxe Datierung für Stonehenge. Und es passt zu den Datierungen von Gizeh mittels Sternbildern. Ist es ein Zufall, wenn die astronomische Deutung all der antiken Plätze auf diese früheste Zeit verweist? Wo ich hinschaue, scheint es Spuren einer viel älteren Kultur zu geben, die Historiker einfach ignorieren. Ich folge ihnen nach Karnak in Frankreich, dorthin, wo die Küste der Bretagne steil in den Atlantischen Ozean abfällt. Seit dem Ende der letzten Eiszeit vor 10.000 bis 13.000 Jahren hat sich die Erde dramatisch verändert. Der Meeresspiegel stieg um mehr als 100 Meter und überflutete riesige Gebiete. Der weltweite Mythos einer Sintflut tritt hier in Form der Sage über ein uraltes, in den Fluten versunkenes Königreich auf. Der Steinzirkel auf dem Gipfel eines Hügels, heute eine Insel, scheint diese Legende zu bestätigen. Angeblich hat die Megalithkultur Europas hier ihren Ursprung. Es ist mit Sicherheit der größte Megalithfundort weltweit. Die Steinreihen, mehr als 3000 Felsen, scheinen sich bis in die Unendlichkeit zu erstrecken. Dieser Stein zerbrach erst bei einem Erdbeben im 18. Jahrhundert. Er war über 20 Meter hoch und wog 500 Tonnen. Nur die stärksten modernen Kräne können so eine Last heben. Der Stein wurde 50 Meilen entfernt gebrochen und dann hierher geschleppt. Die Erbauer von Karnak hinterließen keine schriftlichen Zeugnisse über ihre Motive und ihre Technik. Aber die Steine sprechen für sich. Forschungen ergaben, dass erst nach vielen hundert Jahren Sternenbeobachtung die einzelnen Steine an ihrer ganz bestimmten Position aufgestellt wurden. Nach Vermessungen von Alexander Thom, Professor für Ingenieurwesen an der Oxford-Universität, konnten die Erbauer von Karnak den Umfang der Erde berechnen. Vielleicht gebrauchten sie eine sphärische Trigonometrie und andere Formen der höheren Mathematik. Nicht weit entfernt erhebt sich ein pyramidenförmiger Hügel aus Stein und Erde. Eine geheimnisvolle Grabstätte mit einem Eingang aus gewaltigen Steinplatten. Vor mindestens 6000 Jahren wurden wunderschöne Bilder in den harten Granit eingeritzt, über deren Bedeutung wir nichts wissen. Es gibt wenigstens drei Interpretationen über die rätselhaften Muster an den Wänden. Eine Theorie sieht darin Fruchtbarkeitssymbole. Nach der anderen sollen die Erbauer bewusstseinserweiternde Drogen genommen und ihre Visionen in den Mustern wiedergegeben haben. Nach der dritten soll es sich um eine Symbolsprache handeln, die astronomische Informationen enthalte, eine Art Himmelsniederschrift.
Das Einzige, was wir über das Grab wissen, ist, dass der Korridor direkt auf ein wichtiges astronomisches Ereignis zeigt. Auf die aufgehende Sonne am kürzesten Tag des Jahres, der Wintersonnenwende. Interessant ist, dass auch in anderen Kulturen wie den Inkas in Peru oder den alten Ägyptern diese Sonnenwendetage im Rahmen des Totenkultes von entscheidender Bedeutung waren. Nach dem Glauben öffnete sich an diesem speziellen Tag ein Fenster in der Zeit und die Seele des Toten konnte in die andere Welt reisen. Ich fühle mich hier in seltsam vertrauter Umgebung. So viele Ähnlichkeiten mit den Pyramiden des alten Ägypten. Dieser Ort ist Mittelpunkt eines riesigen Hügelgrabes aus 10.000 Tonnen Granitsteinen, ein heiliger Berg für den Übertritt der Seele. Wenn es eine Verbindung mit Ägypten gab, einen Kontakt zwischen den Kulturen, dann vermutlich über das Meer. Karnak liegt an der Küste des Atlantischen Ozeans und ist durch exakte Astronomie gekennzeichnet. Es könnte sehr wohl von Seefahrern erbaut worden sein, die die Sterne nutzten, um ihren Weg zu finden. Nach anerkannter Geschichtsforschung wurde das Meer zwischen Europa und Amerika erstmals von den Wikingern vor 1000 Jahren überquert, 1492 dann von Kolumbus. Anderer Ansicht nach wurde der Atlantik schon in prähistorischer Zeit überquert. Kurz nach dem Verschwinden der Kultur von Karnak um 2000 vor Christus tauchte ein rätselhaftes Volk von Astronomen und Megalitherbauern im Golf von Mexiko auf der anderen Seite des Atlantiks. Die alte Stadt Teotihuacan, gleich nördlich der heutigen Stadt Mexiko, war schon immer ein Wallfahrtsort. Mythen erzählen von einem Schlangengott, der die Kunst des Pyramidenbaus nach Mexiko brachte. Archäologen schätzen das Alter von Teotihuacan auf über 2000 Jahre. Über das Volk aber, das den Ort schuf, wissen sie nichts. Das Wort Teotihuacan bedeutet so viel wie der Platz, an dem Menschen zu Göttern werden. Nach den Mythen waren die Pyramiden Instrumente, um die Seele nach dem Tod zu transformieren. Das ist genau das, was sich auch über die Pyramiden in Ägypten sagen lässt. Aber es gibt noch eine Gemeinsamkeit. Die Basislänge der Sonnenpyramide ist identisch mit der von der großen Pyramide in Ägypten. Und dennoch heißt es, die zwei Kulturen hätten keinen Kontakt gehabt. Ich glaube, sie teilen beide eine gemeinsame Wurzel. Der älteste Teil von Teotihuacan liegt verborgen unter der Sonnenpyramide. Der Eingang auf der Westseite führt in eine geheime Unterwelt, in der wir die Motive der Architekten erahnen können. Ich fühle mich an die Gräber von Karnak in Frankreich und die Felsenkammern der ägyptischen Pyramiden erinnert. Es gibt archäologische Hinweise, dass dieser Tunnel, ein durch Lava geformtes natürliches Phänomen, schon als Heiligtum im Mittelpunkt stand, bevor die Sonnenpyramide darüber erbaut wurde. Die Pyramide scheint mit der Absicht errichtet worden zu sein, die Stelle zu markieren. Der Tunnel und die Pyramide darüber bilden eine Linie mit einem wichtigen astronomischen Ereignis vor über 2000 Jahren. Schaute man aus der Tunnelöffnung hinaus, erblickte man um 150 vor Christus nach Sonnenuntergang
das als heilig verehrte Sternbild der Plejaden. Das geschah nur zweimal im Jahr, wenn die Sonne ihren Höchststand erreichte. Damit das Sternbild direkt gegenüber der Sonnenpyramide lag, musste die Hauptachse um 15,5 Grad von der genauen Nord-Süd-Richtung abweichen. Hugh Harlston untersucht seit über 50 Jahren die astronomische Bedeutung der Anlage. Er ist ein Ingenieur mit ungewöhnlichen Ansichten. Für ihn war die Hauptachse einst mit Wasser angefüllt. Wenn man oben auf der Mondpyramide stand und auf die riesige Wasserfläche schaute, muss das ein atemberaubender Anblick gewesen sein. Das muss noch schöner als das Taj Mahal gewesen sein. Harlston glaubt, dass sich aus den Maßen und Dimensionen der Bauwerke in Teotihuacan ein Code entschlüsseln lässt. In diese Konstruktion passt das Monument von Stonehenge etwa 16 Mal hinein. Harlston hat in der Umgebung ausgiebige Untersuchungen durchgeführt. Wie viele Messungen haben Sie gemacht? In diesem Tal habe ich an die 9000 Messungen vorgenommen. Harlston ist überzeugt, den von den Erbauern benutzten Code geknackt zu haben. Seine Ergebnisse offenbaren eine Standardmaßeinheit, die der Planung aller Monumente zugrunde liegt. STU heißt Standard Teotihuacan-Einheit. Man nimmt das französische Urmeter und fügt nur dieses kleine Stück hinzu. 6 cm, ganz genau 5,9. Harlestons Messungen sind mit höchster Professionalität durchgeführt worden. Seine Maßeinheit enthüllt ein sich wiederholendes Zahlennetzwerk, eingewoben in die Pläne von Teotihuacan. Er konnte zeigen, dass die Ausmaße der Zitadelle dem Umfang der Erde entsprechen, im Verhältnis 1 zu 100.000. Die Seitenlänge ihrer Hauptstruktur entspricht dem Radius der Erde. Seine Untersuchungen ergaben, dass die Architekten offenbar die Erde vermessen konnten. Ich weiß nicht, wie sie das schafften. Keiner weiß es, aber glauben Sie mir, es stimmt. Legt man diese Maßeinheit dem Ort zugrunde, dann passt plötzlich alles richtig zusammen. Meinen Sie das? Ich erkannte, dass nicht nur Osten und Westen, Norden und Süden eine Rolle spielen, auch oben und unten. Ich erkannte, warum sie Erhebungen noch erhöhten, damit sie in das System passten. Wenn sie eine Linie zogen, wies das auf ein Areal hin. Das wiederum sagte etwas über ein Volumen und das dann etwas über die Zeit aus. Harlston meint damit, dass sich hinter den Dimensionen der Bauwerke Zeitmessungen verbergen, die in Zusammenhang mit der Evolution der Erde stehen. Weil sich die Erde mit einer bestimmten Geschwindigkeit dreht, können wir Entfernungen in Zeit messen. Das eine ist direkt proportional zum anderen. Dann verfügten die Erbauer über ein fantastisches und hochentwickeltes Wissen. Ja, das ist Präzisionsastronomie. Interessant an dem Ort ist, dass Raum- und Zeitmaße sich zu einer Einheit zusammenfügen. Kennt man dieses wiederkehrende Grundmaß, findet man es in Ägypten, in Stonehenge, in Tiwanaku, Bolivien, überall. Überall auf der Welt. Das deutet auf eine gemeinsame Quelle hin. Um dieser mysteriösen Quelle auf die Spur zu kommen, machen wir uns auf den Weg zur ältesten Kultur Mexikos, nach La Venta. Ausgrabungen am Golf von Mexiko haben die Ruinen eines Volkes ans Tageslicht gebracht, dessen Kunstwerke allen gängigen Theorien über die Besiedelung Amerikas widersprechen. Das Volk hatte seine Blütezeit vor über 3500 Jahren. Archäologen nennen es die Olmeken. Wie sie sich selbst bezeichneten, wissen wir nicht. Sicher ist, es handelt sich um eine Hochkultur mit eigener, aber noch nicht entschlüsselter Schrift,
ein Volk von Himmelsbeobachtern und Astronomen. Die Olmeken erbauten in La Venta zwei astronomisch ausgerichtete Pyramiden. Das Gebiet wurde von der Ölindustrie um 1950 schwer beschädigt, aber Archäologen konnten wenigstens einige der außergewöhnlichen Skulpturen retten. Bisher wurden 20 in La Venta und anderen Olmeken-Siedlungen entdeckt. Einige wiegen bis zu 60 Tonnen. Alle stellen Menschen mit sehr unterschiedlichen Gesichtern dar. Aus einer unerfreulichen Mischung aus politischer Korrektheit und akademischem Dogma sind Wissenschaftler nie bis auf den Kern des olmekischen Rätsels vorgestoßen. Dieses Dogma besagt, dass Amerika nur von Asiaten, die über die Landbrücke an der Beringstraße während der letzten Eiszeit kamen, besiedelt wurde. Das Problem ist, die von den Olmeken hinterlassenen Steingesichter tragen keine asiatischen Züge. Im Gegenteil, sie sind eher stolze und charismatische Afrikaner. Andere eindeutig bärtige Kaukasier. Die porträtierte Rassenmischung wirft fundamentale Fragen zur Frühgeschichte Amerikas auf. Wer waren diese auffälligen Fremden, die in der neuen Welt 1000 Jahre vor Kolumbus erschienen? Mexiko quillt über von Mythen über bärtige Götter, die nach einer großen Flut über das Meer kamen, in Schiffen, die keine Ruder benötigten. In diesen Legenden werden die bärtigen Götter immer mit Schlangen assoziiert, die Schlangen immer mit Federn dargestellt. Gefiederte Schlangen. Wir sahen ein Beispiel der gefiederten Schlange in Teotihuacan. Es findet sich überall an dem Platz. Wir sahen sie in Chichen Itza. Ihre Gestalt wurde zur Tag- und Nachtgleiche lebendig. Die gefiederte Schlange war die sagenumwobene Überbringerin der Kultur in Zentralamerika, Lehrmeisterin der Astronomie und der Architektur. Das älteste bekannte Abbild steht in La Venta. Diese Skulptur ist mindestens 3500 Jahre alt. Die gefiederte Schlange symbolisierte nicht nur einen Gott, sondern auch eine Gruppe von Menschen. Die heiligen Texte der Maya nennen sie gefiederte Schlangen. Gelehrte und große Denker in ihrem tiefsten Sein. Bei den Azteken waren sie hellhäutig und bärtig und erreichten die Küste Mexikos in Schiffen, die sich ohne Ruder fortbewegten. Ich bin auf der richtigen Spur, denn das Symbol der Schlange taucht in der ganzen antiken Welt auf. An den Tempelanlagen von Angkor in Kambodscha Bilder von riesigen Schlangen mit vielen Köpfen. Weit entfernt im Tal der Könige in Ägypten das Bild einer verstorbenen Seele in menschlicher Gestalt, die auf einer gefiederten Schlange ruht. Die Übereinstimmungen sind in meinen Augen einfach zu groß, um als purer Zufall abgetan zu werden. Auch wenn die Experten darauf beharren, dass es zwischen den Kulturen keine Verbindung gab. Aber wenn das stimmt, wie lassen sich gemeinsame Symbole und Glauben erklären? Die einzige Erklärung für mich ist, dass es in grauer Vorzeit eine alte, versunkene Zivilisation gab, die beide Kulturen beeinflusste.
Es war eine Seefahrernation und sie erforschte den ganzen Globus. Die rätselhaften und kaum zu erklärenden Statuen auf den Osterinseln, völlig isoliert in der Mitte des Pazifiks gelegen, könnten einen Hinweis auf die geheimnisvollen Entdecker geben. An die 600 Mythen aus allen Kontinenten berichten von einer globalen Katastrophe, die Mensch und Tier bedrohte. Sie sind die Grundlage der Bibelgeschichte über die Arche Noah. Ich meine, die Legenden berichten von einer wirklich geschehenen Katastrophe, die am Ende der letzten Eiszeit über die Erde hereinbrach. Der Sage nach gab es Überlebende, Seefahrer, die die Flut in großen Schiffen überstanden und neue Länder besiedelten. Die Osterinseln sind heute winzige, windumtoste vulkanische Landspitzen, die aus der endlosen Weite des Pazifischen Ozeans herausragen. Aber vor dem Ende der letzten Eiszeit lagen die Dinge anders. Der Meeresspiegel war fast um 150 Meter niedriger. Ein Beobachter an dieser Stelle hätte statt endlosem Wasser Täler und Berggipfel, die sich bis zum Horizont hinzogen, gesehen. Vor rund 13.000 Jahren führte das schmelzende Eis zu einer katastrophalen Flut. Historiker lehnen den Mythos einer fortschrittlichen Zivilisation ab. Sie meinen, in der Zeit habe es nur primitive Jäger und Sammler gegeben. Keine Landwirtschaft, keine Architektur, keine Schrift, keine Städte und erst recht keine hochentwickelte Zivilisation. Hätte es sie gegeben, dann lägen ihre Überreste unter Wasser verborgen. Ich habe mir vorgenommen, nach ihren Spuren zu suchen. Umgeben von den Tiefen des Pazifischen Ozeans stehen überall auf den Osterinseln verteilt an die 1000 rätselhafte Statuen, jede tonnenschwer. Hunderte Jahre lang wurden sie hier in Ranuraraku aus dem Fels des großen Kraterrandes herausgehauen. Doch dann stoppte plötzlich die Arbeit, ohne ersichtlichen Grund. Es sieht aus, als hätten die Handwerker nur ihr Werkzeug aus der Hand gelegt, seien weggegangen und nie mehr wiedergekommen. Archäologen erklären sich das mit einer Laune, einer Verrücktheit, die endet wie alle Sinnlosigkeiten. Aber diese Menschen waren nicht dumm und sie handelten nicht ohne Grund. Zum einen haben die Skulpturen astronomische Wurzeln, die für die Seefahrer, die hier zuerst landeten, ein entscheidendes Instrument waren. Die großen Statuen und die Plattform, auf der sie stehen, sind nach der aufgehenden Sonne an bestimmten Tagen ausgerichtet und zielen auf bestimmte Sterne. Sie waren Teil des Bestrebens, den Himmel mit der Erde zu verbinden. Ein Muster, das ich in der ganzen alten Welt wiederfinde. Aber es gibt keinerlei Hinweise auf eine Verbindung zwischen den Kulturen. Die Osterinseln sind der abgelegenste bewohnte Ort auf der Erde, von allem übrigen 2000 Meilen entfernt. Aber sie tauchen in den Sagen als Zufluchtsort für die Überlebenden einer schrecklichen Flutkatastrophe auf, die den Planeten am Ende des prähistorischen goldenen Zeitalters zerstörte. Das einzige dazu passende Ereignis ist das plötzliche Ende der letzten Eiszeit, als das Schmelzwasser den Globus überflutete. Küstengebiete, die bis dahin einer Seefahrernation als Lebensgrundlage gedient hatten, wurden überschwemmt und die Menschen sahen sich gezwungen, eine neue Heimat zu suchen. Geologischen Erkenntnissen zufolge hat sich vor 11, 12 oder 13.000 Jahren tatsächlich eine gewaltige Überschwemmung ereignet, die die Erde veränderte.
Infolge der Eisschmelze traten extreme klimatische Veränderungen bis hin zu heftigen Erdbeben auf. Damals starben fast gleichzeitig viele Tierarten aus. Der Meeresspiegel stieg innerhalb von nur Tagen um mehr als 100 Meter. Fügt man das zusammen, ergibt das ein Szenario, und zwar ein rein wissenschaftliches, geologisches, von einer dramatischen Veränderung auf dem gesamten Planeten. Auf der anderen Seite des Pazifiks finden wir aufregende Überreste einer Kultur, die vermutlich während dieser Umwälzungen unterging. Vor der Insel Yonaguni an der südlichsten Spitze Japans. ...1997 hörte ich Gerüchte über seltsame Unterwasserstrukturen. Nur wenige Geologen hatten bis dahin von der Entdeckung erfahren, die seit dem Ende der Eiszeit und dem Anstieg des Meeresspiegels im Wasser versunken ist. Sind diese Wände und Treppen von Menschenhand erbaut, dann ist die Geschichte der Menschheit tausende Jahre älter, als wir glauben. Um genaueres zu erfahren, stellte ich eine Expedition einschließlich Tauchern zusammen, der auch der Geologe Professor Robert Schoch und der Ägyptologe John Anthony West angehörten. Es ist ein aufregendes Gefühl, dort hinunterzugehen und dieses Gebilde anzuschauen, das drohend wie eine Kathedrale aus der Finsternis vor einem aufragt. Da ist diese ehrfurchtgebietende Kraft dieser Struktur. Ich fange gerade an, mir ein Bild davon zu machen. Es ist einfach großartig. Im Augenblick kann ich das noch nicht beurteilen. Eile ist geboten, denn wir müssen unsere Arbeit beenden, bevor die Strömung zu stark wird. Ein Fischer aus der Gegend entdeckte vor 10 Jahren auf der Jagd nach Hammerhaien die außergewöhnliche Struktur. Sie hat die Höhe eines 6-stöckigen Gebäudes und die Seitenlänge der großen Pyramide Ägyptens. Die Inselbewohner sind davon überzeugt, dass es sich um ein altes Bauwerk handelt. Der auffällige Einschnitt verläuft genau in Ost-West-Richtung. Die ganze Struktur scheint entworfen und gestaltet. Zweifellos steckt eine Intelligenz dahinter. Ich entdecke diese tiefen, runden Löcher. Sie könnten Fundamente zum Aufrichten von Masten gewesen sein. Interessanterweise gibt es da einen schmalen Graben, so breit, so tief, der sich in gerader Linie gut 60, 70 Meter hinzieht und seitlich davon eine gezahnte Fläche, wieder mit sehr genauen Einschnitten rechtwinklig dazu. Sicher könnte das auf natürliche Weise entstanden sein, aber mir erscheint das sehr fragwürdig. Es ist spektakulärer als alles, was die Natur hervorbringt, sogar im Vergleich mit dem Grand Canyon oder Ähnlichem. Die Natur bringt schon unglaubliche Dinge hervor, aber in Bezug auf Winkel, gerade Flächen und ihre Komplexität, das ist wirklich ehrfurchterregend. Es gibt 2 große, kreisrunde Löcher im Stein, schätzungsweise mannstief. Wenn ich das mit meinen eigenen Erfahrungen vergleiche, ich kann mir nicht helfen. Ich muss an Löcher zum Aufrichten von Masten denken, wie wir sie in Stonehenge gesehen haben. Vielleicht hat man in den Vertiefungen unwillkommene Missionare gekocht. Ob es nun Kochkessel waren oder Pfostenfundamente, die Natur macht so etwas nicht. Wir haben alles nur in eine kleine Karte eingezeichnet. Man kann es schwer erkennen, aber es ist wirklich imposant. Wenn man sich umschaut, sieht man noch weitere Bereiche von ähnlicher Beschaffenheit, auch wenn sie weniger spektakulär sind. Das scheint der Mittelpunkt eines Gebäudes zu sein, zumindest ein Teil eines Musters. Es war deutlich auf einen Punkt hin konzentriert, geologisch gesehen. Meiner Meinung nach sollten noch weitere Forschungen erfolgen. Diese Mauer ist nicht natürlich, zu gerade.
Ja, das ist wirklich interessant. Professor Masaki Kimura von der Okinawa-Universität ist einer von Japans führenden Meeresgeologen. Er setzt seinen Ruf als seriöser Wissenschaftler mit der Behauptung aufs Spiel, die Yonaguni-Struktur sei von Menschen gemacht und keine Laune der Natur. Herr Professor, seit 6 Jahren untersuchen Sie intensiv dieses Monument. Sind Sie sicher, dass es Menschen schufen? Nachdem unsere Untersuchungen ergaben, dass die Natur so eine Topographie nicht entwerfen kann, muss es von Menschen gemacht sein. Kimura und sein Forschungsteam haben mehr als 200 Tauchgänge absolviert, um die Struktur in Yonaguni zu vermessen. Zwar weist sie Erosionsspuren auf, aber die zu erkennenden rechtwinkligen scharfen Kanten und andere seltsame Merkmale des Monuments kann die Natur nicht hervorgebracht haben. Angenommen, es ist von Menschen erbaut. Wie alt, glauben Sie, ist es dann? Ausgehend von den Veränderungen des Meeresspiegels muss es älter als 9000 Jahre sein. So zwischen 9 und 10.000 Jahren? Das letzte Mal war der Meeresspiegel vor 9 oder 10.000 Jahren so niedrig. Aber das Gebilde selbst kann vielleicht 12 oder 13.000 Jahre alt sein. Das ist gut möglich. Das ist hochinteressant, denn ich glaube, es hat astronomische Charakteristika. Es ist nach Süden ausgerichtet und eine größere Struktur durchzieht es in Ost-West-Richtung. Und vor 9.900 Jahren stand es exakt im Sternbild des Krebses. Über 10.000 Jahre hat sich wegen der Erdneigung die Lage des Wendekreises des Krebses um 1 Grad verschoben. Um die Stelle des Wendekreises festzulegen, braucht man detailliertes astronomisches Wissen. Dieses Wissen wurde angeblich erst in relativ junger Zeit von den Griechen entwickelt. War es hier bereits vorhanden, lässt das auf eine hochentwickelte Kultur zu einer unglaublich frühen Zeit schließen. Bevor das Monument vor Japans Küste vor 10.000 Jahren in den Fluten versank, stand es direkt auf dem Wendekreis des Krebses. Langsam bekomme ich den Eindruck, dass es Teil eines Netzwerkes von astronomischen Observatorien war, die eine verloren gegangene Zivilisation von Seefahrern errichtete. Und ich glaube, noch ein Glied in der Kette gefunden zu haben. Jenseits des Pazifiks, auf der winzigen Insel Pohnpei in Mikronesien, stehen an einem Platz, der Nan Madol genannt wird, sonderbare Steintempel. Die Sage erzählt von 2 Brüdern, die herkamen, um die Tempel in der Nähe einer mystischen Unterwasserstadt zu bauen. Die Brüder kamen in einem großen Boot aus einem sagenhaften Land im Westen. Sie bestiegen einen hohen Berg und sahen in der Bucht unter sich die im Wasser versunkene Stadt. Da wussten sie, dass sie den richtigen Platz gefunden hatten, um Nan Madol zu errichten. Der Name heißt übersetzt der Ort dazwischen. Nan Madol erkundet man am besten mit einem Boot, denn die Anlage gleicht einer Art mikronesischem Venedig. Leider sind auch bei Flut die Kanäle so verschlammt, dass wir nicht mal mit unserem flachen Boot hier durchkommen und zu Fuß weiter müssen. Ich stecke bis zu den Knöcheln in warmem, ekligen Schlick, kriege eine Massage von Seeschnecken, scheußliche Viecher, und habe auch schon eine Seeschlange gesehen. Wenn ich meine Füße hier jetzt herausziehen kann, versuche ich mal in den Hauptteil der Anlage zu gehen. Archäologen datieren das Alter des Tempels auf 1000 Jahre, aber man weiß nichts Genaues. Erst kürzlich haben die Experten die astronomische Ausrichtung untersucht.
Genau wie in Yonaguni, den Osterinseln und anderen Plätzen, orientiert er sich genau nach den Himmelsrichtungen Nord, Süd, Ost, West. Es heißt, an diesem Platz wirken starke Kräfte. Die Menschen kommen her, wenn es anfängt, dunkel zu werden. Ist die Sonne dann untergegangen, gehen sie wieder fort. Alte Menschen verbreiten das Gerücht, dass man früher nachmittags hier Stimmen hören konnte. Wie Geister? Ja, wie Geister, sagen sie. Auch dieser Ort besitzt einen Mythos, wegen dem er gebaut wurde. Er gleicht verblüffend den Überlieferungen, die ich in Ägypten und Kambodscha gehört habe. Es ist der Ort, an dem sich die Seele auf die Reise nach dem Tod vorbereitete. Die Einheimischen glauben, dass, wenn ein Mensch stirbt, die Seele den Körper verlässt und an einen Ort unter Wasser geht. War es ein böser Mensch, musste die Seele bestimmte Prüfungen bestehen. Da gibt es eine Brücke im Wasser, die die Seele überqueren musste. Wenn sie gut singen konnte und nicht von der Brücke fiel, dann öffnete sich ihr der Weg in die gute Welt. Und jetzt fahren wir zum Riff hinaus. Legenden erzählen von Haien, die den Eingang zur versunkenen Stadt bewachen, und von Säulen im Wasser. Ich möchte diese Säulen finden, aber leider ist das Wasser sehr trübe. Wo das Riff zum Ufer ansteigt, entdecke ich plötzlich eine sehr hohe Säule. Obwohl mein Tiefenmessgerät nicht richtig arbeitet, misst es mindestens 5 oder 6 Mal meine Körpergröße. Wir schauen auf einen 10 bis 15 Meter hohen Turm. Dann sehe ich noch eine Säule. Das war ein aufregender und spannender Tauchgang. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, ob es eine aus Korallen gewachsene natürliche Säule ist oder etwas Künstliches. Ich habe die Korallen an einigen Stellen weggekratzt und darunter einen weißlichen Stein gefunden. Ich bin weitergeschwommen und habe noch 2 senkrecht stehende Säulen entdeckt. So vertieft sich das Mysterium, denn es wird nicht deutlich, was das ist. Es gibt noch weitere Stellen entlang der Küste von Pohnpei, wo die Einheimischen an künstliche Unterwasserstrukturen glauben und sie als heilige Plätze verehren. Glauben Sie, dass sie als heilige Orte verehrt werden wegen der im Wasser versunkenen Stadt? Sehr wahrscheinlich. Sollten das künstliche Gebilde sein, dann ist das nicht nur für uns faszinierend, sondern auch für den Rest der Welt. Alles, was ich seit meiner Ankunft hier gesehen habe, hat mich davon überzeugt, dass Nan Madol Teil eines Puzzles ist, Teil eines weltweiten Himmel-Erde-Mysteriums. In Ägypten war die große Pyramide von Gizeh Teil eines umfassenden religiösen Systems, das mit Astronomie zusammenhängt. Die Pyramiden selbst waren Landkarten von Sternen. Auch in Angkor, in Kambodscha, fand ich die gleiche Astronomie. Wieder spiegeln Bauwerke die Sterne. Auf den Osterinseln taucht die astronomische Besessenheit ebenso auf. Viele der Statuen stehen in einer Linie mit Sonne und Sternen.
Ich glaube, zwischen Pohnpei, den Osterinseln, Angkor und Gizeh besteht ein Zusammenhang. Es sind keine zufällig ausgewählten Stellen. Sie sind das Ergebnis eines genauen Planes, den keiner hätte aufstellen können, ohne vorher die ganze Welt zu überschauen. Wir können das erst seit den letzten 100 Jahren. Ich diskutiere den Gedanken mit einem Experten für alte Messtechniken. John Mitchell hat 40 Jahre geforscht und Dutzende Bücher über das Thema veröffentlicht. Die Erde wurde ganz sicher in der Vergangenheit vermessen. Man legte Breiten und Längengrade fest. Es gibt Anzeichen dafür, dass manche Plätze aus geografischen oder lokalen Überlegungen heraus ausgesucht wurden oder nach etwas viel Wichtigerem. Soweit wir die Geschichte verstehen, welche Mittel standen zur Verfügung? Wir wissen heute viel über die antike Astronomie und was die frühen Kulturen davon verstanden. Natürlich hängt Astronomie immer mit Messungen zusammen. Es gab also damals schon Instrumente, die im Wesentlichen denen aus dem 19. Jahrhundert entsprachen, mit denen man bereits äußerst genaue Erdvermessungen machen konnte. Größere Bauwerke wurden in Maßeinheiten gebaut, die Bruchteile der Erddimensionen sind. Als im 18. Jahrhundert Sir Isaac Newton, der größte Wissenschaftler seiner Zeit, die Erde vermessen wollte, suchte er bei den alten Ägyptern nach der Antwort. Newton durchforstete alte Schriften nach Maßangaben, um den Erdumfang berechnen zu können. Deshalb schickte er John Greaves mit dem Auftrag los, die Pyramiden auszumessen. Und er kam auf eine recht gute Schätzung. Er lag fast richtig. Es erscheint mir ziemlich arrogant anzunehmen, wir seien die ersten Menschen, die den Erdumfang berechnen können. Unsere Vorfahren berechneten den Erdumfang nur mit Hilfe astronomischer Studien. Und tatsächlich gibt es verblüffende astronomische Verbindungen zwischen Gizeh in Ägypten und Angkor in Kambodscha. Beide Kulturen erbauten ihre Tempel als eine Art Reflexion über bestimmte Sternkonstellationen, wie sie um 10.500 vor Christus zu sehen waren. Ohne die Kenntnisse über die Präzession, die sehr langsame Bewegung der Sterne, hätten sie das nicht gekonnt. Die Präzession ist eine kaum merkliche Veränderung des Firmaments über sehr lange Zeiträume, durch eine geringe Schwankung in der Erdrotation hervorgerufen. Alle 26.000 Jahre vollziehen die Sterne eine komplette Umdrehung. Es vergehen 72 Jahre, bis dieser Zyklus sich um 1 Grad verändert. Angkor und Gizeh trennen auf der Erdkugel genau 72 Längengrade. In Kambodscha wird die Präzession durch die Zahl 54 symbolisiert, ein Dreiviertelgrad der Präzession. Diese Zahl taucht immer wieder an dem Ort auf. Pohnpei im Pazifik liegt genau 54 Grad östlich von Angkor. Alle diese Orte haben etwas Gemeinsames, das auf die Osterinseln verweist. Sie werden in den örtlichen Traditionen als Nabel oder Zentren der Welt beschrieben. Dieser seltsame Stein könnte ein wichtiger Teil des Geheimnisses der Osterinseln sein. Er heißt Tepitokura, was so viel heißt wie der Nabel des Lichts oder der Nabel der Sonne. Die Osterinseln selbst hießen früher Tepitooteenua, einer ihrer alten Namen, was der Nabel der Welt bedeutet. Aber natürlich gibt es von den Inseln nicht nur kuriose Namen. Sie liegen 144 Grad östlich von Angkor und 144 Grad westlich von Gizeh. Das sind 2 Grad der Präzession. Eine seit dem Ende der letzten Eiszeit im Meer versunkene Vulkanspitze passt genau in das Gitter. Daher glaube ich an das Vorhandensein eines Netzwerkes von zusammenhängenden Orten, die unsere Vorfahren nutzten, um die Erde zu vermessen.
Wenn eine Kultur am Ende der letzten Eiszeit unterging, hätten die Überlebenden sicher ein Motiv gehabt, ihre neuen Siedlungen entsprechend dieses Netzwerkes zu erbauen, um in Verbindung zu bleiben. Aber was kann so eine Zivilisation zerstört haben? Wissenschaftler vermuten, dass die Erde mit einem Kometen zusammengestoßen ist, woraufhin das Eis schmolz und eine Flut auslöste. Die Erde war nie ein ruhiger Fleck. Von Anfang an gab es Kometeneinschläge. Der Einschlag von Kometen und Meteoriten formte unseren Planeten. Die Tatsache lässt sich nur schwer leugnen, dass die Erde seit ihrer Entstehung immer wieder von Kometen getroffen wurde. Vor 13.000 Jahren wurde ein gewaltiger Komet von Jupiter aus seiner Umlaufbahn abgelenkt und geriet in eine die Erde kreuzende Bahn. Eine Phase heftiger Einschläge könnte dazu geführt haben, dass sich die Erde daraufhin aus dem Kältegriff der letzten Eiszeit befreite. Ein großer Einschlag aus dem äußeren Weltraum würde Flutwellen, Feuer und Zerstörung in unvergleichlichem Ausmaß auslösen. Jede Kultur hätte die Zerstörung aus dem Himmel mit dem Werk von Göttern assoziiert. Wenn sie feststellten, dass die ihr Leben so dramatisch verändernde Katastrophe vom Himmel kam, ist diese Assoziation mit den Göttern leicht verständlich. Ich denke, es ist absolut möglich, dass eine frühere Kultur infolge einer Kollision aus dem Weltraum ausgelöscht worden sein kann. Genauso wie unsere gegenwärtige ein dramatisches Ende bei so einem Zusammenstoß fände. Es ist leicht zu verstehen, wie eine große Kultur ausgelöscht werden könnte. Und warum die Seefahrer aus grauer Vorzeit, die die Katastrophe überlebten, alles daran gegeben hätten, ihr Wissen zu bewahren. Es war ein Erbe der Weisheit, eine Warnung für die Zukunft. Der alte Name der Osterinseln lautete der Nabel der Welt. Ich bin in den peruanischen Anden auf dem Weg zur heiligen Stadt der Inka nach Cuzco. Auch das bedeutet Nabel. Im 16. Jahrhundert glaubten die Inkas, die Erde sei wiederholt zerstört und neu geboren worden. Sie glaubten, dass sich die nächste Katastrophe durch eine Veränderung am Himmel ankündigen würde und beobachteten daher die Sterne sehr genau. Wie in Ägypten und Kambodscha glaubten auch die Inka, dass die Seelen der Toten zu Sternen am Himmel würden. Heute steht über dem großen Inka-Tempel von Cuzco, dem Curicancha, eine Kathedrale, von den spanischen Eroberern erbaut. Der Curicancha war für die Inka das Zentrum der Welt, der Spiritualität, der Religion, aber vor allem war er das astronomische Zentrum. Dies war der heiligste Platz in ihrer Kosmologie, im wahrsten Sinne der Nabel des Universums. In den Legenden war der Ort schon heilig, bevor sie selbst hier siedelten. Als die ersten Inka ihn fanden, den unbedeckten Nabelstein, sahen sie darin ein Zeichen, an dieser Stelle ihren großen Sonnentempel, den Curicancha, zu errichten. In die Mitte stellten sie den großen Granitblock und bedeckten ihn mit 55 Kilogramm reinsten Goldes. Es hieß, dass einmal im Jahr die Sonne herabstieg, um hier zu trinken. Als die Spanier das Inka-Reich im 16. Jahrhundert eroberten, raubten sie das Gold. Der sagenhafte Reichtum der Inka wurde geplündert und ihr ungeheures Wissen systematisch ausgerottet und vernichtet. Auf einem Hügel über Cuzco treffe ich Dr. William Sullivan. Er hat sich mehr als irgendein anderer moderner Wissenschaftler um die Erforschung der Astronomie der Inka bemüht.
Wie die alten Ägypter beteten sie die Sonne an und richteten ihre Monumente nach ihr aus. Der Inka war der Sohn der Sonne. So dehnte der Sonnenkönig seine Macht in alle Richtungen des Reiches und über alle Stämme aus. Vom Coricancha ging ein Strahlenkranz in alle Himmelsrichtungen aus. Wie wir aus spanischen Chroniken wissen, entsprachen diese imaginären Linien ausgehend vom Coricancha zu den jeweiligen Punkten am Horizont der Richtung, in der die verschiedenen Volksgruppen lebten. Auf diesen imaginären Linien lagen natürliche Kraftpunkte, Quellen, Brunnen und Ähnliches. Jeder Stamm hatte für die Pflege einer dieser Punkte zu sorgen, und jeder dieser Schreine war einem bestimmten Tag zugeordnet. So bekommen wir allmählich das Bild eines Kalenders. Die Inka beobachteten den Himmel mit unglaublicher Genauigkeit und erkannten, dass die Sterne ihre Position im Laufe sehr langer Zeitzyklen verändern, der Präzession. Sie fürchteten, dass ihre Verbindung zu den Sternen und der Welt ihrer Vorfahren durch den Wandel am Himmel abbrechen könnte, und das versetzte sie in Angst. Alle ihre Anstrengungen dienten dem Ziel, diese Katastrophe zu verhindern. Versuchten sie in irgendeiner Weise, diesen Augenblick zu verhindern? Ging es darum? Ja, ich glaube, sie versuchten, die Zeit anzuhalten. Die Idee, die Zeit anzuhalten, mag weit hergeholt erscheinen. Aber die Inka glaubten, dass die Zeit von den Sternen beherrscht würde. Sie dachten, sie könnten mit Handlungen auf der Erde den Himmel beeinflussen. So erging vom Coricancha der Befehl, jeder Stamm solle ein Kind opfern. Jedes Kind stand stellvertretend für einen anderen Stern. Nachdem sie den Berg von Cuzco bestiegen hatten, wurden die Kinder an eine Statue gefesselt, die die Sonne symbolisierte. Das brutale Opfer war der Versuch, die Sterne an die Sonne zu binden, ihre Bewegung zu stoppen und so die Zeit anzuhalten. Das Menschenopfer diente ganz klar dazu, die Seelen der Kinder, von denen jedes einer Sternenkonstellation entsprach, zurück in ihre Heimat am Himmel mit einer Nachricht zu schicken. Nämlich, dass die Sonne und der Mond nicht alt werden sollen. Denn wenn ein Gott alt wird, dann bedeutet das das Ende der Welt. Und Frieden solle herrschen. Aber in einem riesigen, stabilen und friedlichen Reich, außer vielleicht ein paar Scharmützeln an den Grenzen, wo war da Krieg? Der Krieg war gegen die Zeit. Die Inka glaubten, die kommende Katastrophe verhindern zu können, wenn sie die Zeit anhielten. Sie waren nicht die einzige Kultur, die daran glaubte. Überall auf der Welt stoßen wir auf Mythen von zyklischen Weltuntergangskatastrophen. Wie der Mythos der Sintflut kommen viele den Tatsachen erstaunlich nah. Je mehr wir uns in astronomische Mythen vertiefen, desto mehr scheinen sie von tatsächlichen Ereignissen zu sprechen. Oft erzählen sie von Phasen der Zerstörung des Lebens auf der Erde durch Feuer. Dahinter könnten sich Vulkanausbrüche verbergen oder Explosionen infolge von Kometeneinschlägen und so weiter. Das Erstaunliche aber ist, dass die Menschen nicht nur wussten, dass solche Katastrophen eintreten können. Sie hatten auch einen tausendjährigen Glauben, dass sich der Organismus Erde, die Erde selbst und das Leben auf ihr, von solchen Katastrophen erholen konnte. Dann würde das Leben in einem neuen Existenzzyklus wieder beginnen. Das ist der Grund, warum sie mit solcher Besessenheit und Faszination Langzeitzyklen entwickelten. Die Inka erbten ihr Wissen von einem Volk, das aus der sagenumwobenen Stadt Tiahuanaco am Ufer des Titicacasees in Bolivien kam. Wenn es eine Verbindung zum Inka-Glauben gibt,
Dann müssen wir auch hier Hinweise auf eine komplexe Astronomie finden. Und so ist es. Niemand hat sich eingehender mit Tiahuanaco beschäftigt als Osvaldo Rivera, ein angesehener bolivianischer Archäologe. Er führt mich zu einem berühmten Sonnentor, um mir seine astronomische Bedeutung zu erklären. Nun, hier sehen wir 11 kleine Darstellungen der Sonne aufgereiht. Das ist ein steinerner Sonnenkalender. Dann haben sie auf diese Weise den Weg der Sonne entlang des Horizonts im Jahresverlauf beobachtet und ihn symbolisch mit den Sonnenfiguren wiedergegeben? Da erkennen wir eine kleine Sonne mit einer menschlichen Figur, dem Trompeter. Er kündet an, dass sich die Sonne zur Mitte des Kalenders bewegt. Markiert der Trompeter die Extrempunkte der Sonnenwende? Von hier haben wir die Monate Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai und Juni. Nicht nur das Tor, der ganze Platz ist dazu angelegt, den Aufgang und Untergang der Sonne zu verfolgen. Der umstrittene Archäologe Arthur Posnansky lebte 20 Jahre in Tiahuanaco und untersuchte, wie der Tempel die wichtigen Punkte des Sonnenjahres markiert. Posnansky fand heraus, dass die Positionierung der Ecksäulen ganz genau dazu diente, die Extrempositionen der Sonne in ihrer jährlichen Bewegung über den Himmel zu bestimmen. Aufgrund der Veränderung der Erdachse bleibt heute die Sonne außerhalb der Eckpunkte. Jüngste Berechnungen von Osvaldo Rivera zeigten, dass vor 12.500 Jahren die Sonne genau die Säule traf. Das ist verblüffend, denn es ist genau das gleiche Datum, an dem der Sphinx, die Pyramiden von Gizeh und der Tempel von Angkor in Kambodscha mit ihren jeweiligen Sternbildern korrespondieren. Drei Orte, die astronomisch alle mit der Zeit um 10.500 vor Christus verbunden sind. Das kann kein Zufall sein. Noch ein Zusammenhang mit Tiahuanaco. Posnansky entdeckte alte Hafenanlagen. Danach muss Tiahuanaco direkt am Titicaca-See gelegen haben. In Tausenden von Jahren ist der See so weit ausgetrocknet, dass er heute 20 Kilometer von der Stadt entfernt und 100 Meter tiefer liegt. Geologen, mit denen ich sprach, bestätigten, dass es annähernd 10 bis 13.000 Jahre gedauert haben könnte, damit der See sich so weit zurückziehen konnte. Das bringt uns wieder in die Zeit zurück, als die letzte Eiszeit so plötzlich endete. Die Oberfläche der Erde veränderte sich. Dabei wurde meiner Ansicht nach eine große Zivilisation der Frühgeschichte zerstört. Die antiken Seefahrer, die das Ereignis überlebten, zerstreuten sich über die ganze Erde. In Tiahuanaco gibt es Mythen, die von der Ankunft eines hellhäutigen, bärtigen Gottes erzählen, der die Kultur nach Südamerika brachte. Sein Name ist Viracocha. Ich stehe hier in Tiahuanaco vor einem Bildnis von ihm. Man erkennt deutlich den Bart an der Figur. Viracocha soll nach einer Zeit der Dunkelheit, nach einer großen Überschwemmung in die Anden gekommen sein. Er fuhr mit seinen Gefährten nach Norden und lehrte eine Religion des Mitleids und der Liebe und die Wissenschaft der Astronomie und Architektur. Sie sollen in einem Boot über das Meer gekommen sein, das keine Ruder brauchte, und sich am Titicaca-See niedergelassen haben. Der kunstvolle Bootsbau der örtlichen Indianer, der Aymara, ist seit langem anerkannt. Der norwegische Anthropologe Thor Heyerdahl hat bewiesen, dass man mit größeren Booten dieser Machart den Pazifik überqueren konnte. Heyerdahl benutzte für seine Kon-Tiki-Expedition so ein ozeantaugliches Schiff,
Er segelte damit von Peru über den Pazifik vorbei an den Osterinseln. Die Boote sind aus einer bestimmten Schilfart gemacht. Beinahe identische Schiffsformen entstanden im alten Ägypten aus Papyrus. Beiden Bootstypen ist gemeinsam die sehr hohen Bug- und Heckrundungen, die sie meerestauglich machten. Die alte Tradition, über Generationen vom Vater an den Sohn weitergegeben, stirbt allmählich aus. Vielleicht wird auch dieses Handwerk vergehen und Teil des vergessenen Wissens der Menschheit werden. Genauso wie das vergessene Bootsbauhandwerk im alten Ägypten, das meiner Meinung nach denselben Ursprung hat. Denn die Form ist identisch. Aus über 5000 Jahre alten ägyptischen Gräbern wurden über 20 Meter lange Boote mit einer meerestauglichen Form ausgegraben. Auf diesem Relief aus dem Jahr 1500 vor Christus ist eine bemerkenswerte Expedition der alten Ägypter das Rote Meer hinunter bis in den Indischen Ozean dargestellt. Wahrscheinlich bis zur Küste Somalias, um den von den Göttern geliebten Weihrauch zu holen. Wenn wir die präzise Astronomie, wie sie in der altägyptischen Architektur zum Ausdruck kommt, betrachten, ist es da nicht naheliegend, dass die verlorene Frühgeschichte dieser Völker auch Jahrtausende seefahrerischer Erfahrungen mit einschloss? Ich glaube, die Überlebenden der versunkenen Kultur, nach der ich suche, siedelten in Ägypten tausende Jahre vor den Pharaonen. Ihr Wissen und ihre Erinnerung an die Welt vor der großen Flut wurden von einer Generation an die nächste weitergegeben, bis es in Stein gemeißelt wurde. Das ist der Tempel von Edfu in Oberägypten. In die Wände sind Hieroglyphentexte geritzt, die von einer Zeit berichten, als die Götter auf einer Insel inmitten der Weite des Meeres wohnten. Eine schreckliche Flut zerstörte die Insel und ertränkte fast alle ihre göttlichen Bewohner. Die wenigen Überlebenden, unter ihnen sieben Weise, auch die Schöpfungsgötter genannt, wählten Ägypten als neuen Wohnort. Sie zogen durch das Land und errichteten heilige Hügel, die Fundamente aller künftigen Tempel. Ihr Ziel war nichts Geringeres, als die frühere Welt der Götter wieder zu erschaffen. Was uns dieser Mythos erzählt, kann nicht deutlicher sein. Er passt genau zu allem, was wir über die stürmische Geschichte der Erde in den letzten 13.000 Jahren wissen. Aus den Wellen einer globalen Flut am Ende der letzten Eiszeit, glaube ich, fanden die Überlebenden einer fortschrittlichen Zivilisation ihren Weg nach Ägypten und versuchten dort, ein kosmisches Land zu errichten, das Sternbilder so widerspiegelte, wie sie letztmals 10.500 vor Christus zu sehen waren. Durch Wasser hervorgerufene Erosionsmuster um den Sphinx liefern starke geologische Argumente für eine Entstehung in dieser Epoche. Sein Antlitz ist das Sinnbild eines Mysteriums schlechthin. Genauso wie die großen Steinköpfe von Angkor, die im Dschungel 72 Grad östlich von Gizeh liegen. Was ist die wirkliche Geschichte der im Wasser versunkenen Monumente in Yonaguni in Japan? Und die großen Statuen der Osterinseln, die sicher nicht zufällig genau auf halbem Weg zwischen Gizeh und Angkor liegen. Unser Wissen ist fragil
Die Schätze der Weisheit sind leicht zu zerstören, wie die Erfahrung der Osterinseln lehrt. Es mag viele Erklärungen für die Ähnlichkeiten und Zusammenhänge zwischen all diesen Orten geben. Meiner Ansicht nach ist aber die beste die einer versunkenen Kultur, die einst alle vereinte. Es ist möglich, dass diese Kultur ein Wissen hatte, das uns heute fehlt. Und dass die Überlebenden nach der großen Überschwemmung zu außerordentlichen Taten veranlasste, um dieses Wissen zu bewahren. Im Grunde war es eine spirituelle Lehre, die die Aufgabe der Menschheit auf der Erde betraf. Wir sollten uns nicht in der Illusion materieller Dinge, materieller Gier, materiellen Ehrgeizes verlieren. Wir sollten verstehen, dass das materielle Leben jedem Einzelnen die kostbare Möglichkeit bietet, zu lernen, zu wachsen, sich zu entwickeln, die Seele auf die Unsterblichkeit vorzubereiten. Diese Lehre existiert noch, verschlüsselt in den Mythen und Monumenten und der Astronomie. Sie kann wiedergewonnen werden. Nach der Jahrtausendwende, einem Jahrhundert nie dagewesener Grausamkeit und Blutvergießens, brauchen wir diese alte Weisheit vielleicht mehr denn je.